Entschuldigen Sie, Miss? Ich muss aus diesem Flugzeug raus. Es tut mir leid, die Türen sind geschlossen. Außer in einem medizinischen Notfall geht das nicht. Calvin, Sie sind im Flugzeug ohnmächtig geworden. Wir bringen Sie zu Cedars Krankenhaus. Geht schon besser. Warten Sie, was sind Mir Sie? Mir geht's gut, vielen Dank. Calvin, wohin gehen? Guten Morgen, Danell. Wir rufen an, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Stelle, für die Sie heute ein Vorstellungsgespräch haben sollten, jetzt besetzt haben. Es tut uns leid. Oh. Komm schon. Hast du ihn gefunden? Digga, warum sagst du nichts? Dude! Oh, whoops, mein Fehler. Jack? Keine Ahnung, warum jemand sowas raucht. Jimbo? Wir haben dich nicht gesehen seit dem Abschlussjahr. Ich heiße Jim, aber nennt mich einfach Dr. Jim. Abschluss als Klassenbester des Stanford Ingenieurprogramms. Ich bin nicht nur einer der Jüngsten überhaupt in diesem Jahrzehnt, der seinen Doktortitel bekommt, sondern jetzt auch der Vice President von Chromatech Sciences. Bald Präsident, sobald der jetzige Eigentümer abtritt. Hm. Ja, wir finden nicht mal Arbeit. Oh, gut für dich. Was, willst du einen Keks? Vierauge? Vierauge? Ich trage nicht mal eine Brille. Wisst ihr was? Ist doch egal. Ich hätte gerne etwas Anerkennung, dass ich die Wette gewonnen habe von damals in der Highschool. Wovon redest du? Ja, welche Wette? Ist das jetzt euer Ernst? Ihr habt's wirklich vergessen? Die Wette, die wir genau hier abgeschlossen haben, als ihr mich gemobbt habt in der Highschool. Wisst ihr... Oh! Hey! Hey! Hast du jetzt genug? Ja, gibst du endlich zu, dass Jack schlauer ist als du. Nein! Niemals! Okay. Warte! Okay! Gut! Okay, vielleicht ist Jack jetzt gerade schlauer als ich, aber ich wette, keiner von euch wird jemals erfolgreicher sein, wenn wir fertig mit dem College sind. Nicht mal Jack! Hä? Wollen wir wetten? Habt ihr Angst? Hä? Wollt ihr wetten? Hey Leute, lasst ihn in Ruhe! Na gut, was auch immer, Mann. Wahrscheinlich wirst du mal Jacks Assistent. Schon, oder? Ich zeig's an. Also ihr seht, die Wette läuft seit langer Zeit. Und ich hab's euch allen bewiesen. Moment. Also du regst dich über was auf, was über 4 Jahre her ist? 4 Jahre, 3 Monate, 17 Tage und 4 Stunden. Was? So lange habe ich gewartet, um mich zu rächen. Okay, hast du noch nie den Spruch gehört, die beste Rache ist, glücklich zu sein und weiterzumachen? Naja, ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Okay, du hast gesagt, dass Jack hier ist. Nur deswegen sind wir gekommen. Ja, hast du eine Ahnung, was ich tun musste, um hierher zu kommen? Ich musste ein Flugzeug landen lassen. Okay, gleich kommt's wie in der Highschool. Jetzt sag uns, wo Jack ist. Ansonsten... Okay. Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Keiner hat ihn gesehen seit dem letzten Schultag. Glaubt mir. Mein Sicherheitsteam hat alles durchsucht. Warte, Sicherheitsteam? Wir haben das Haus, Sir. Warte mal. Du willst mir sagen, du hast dein eigenes Sicherheitsteam? Ex-Marines, um genau zu sein. Ich hab's euch gesagt. Ich bin jetzt eine sehr wichtige Person. Jimbo! Jimbo, mein Gott, mein alter Freund! Ich wusste nicht, dass du ein Sicherheitsteam hast. Ansonsten hätte ich dich nicht so angefasst. Wir haben Scharfschützen auf diesem Dach. Wäre es eskaliert, hätten wir geschossen. Okay, wenn das so ist, dann tun uns die Falten in deinem Anzug besonders laut. Mister, ich meine Dr. Jim. Hey, weißt du was? Das ist ein schicker Anzug, den du da hast. Ist das ägyptischer Stoff? Echt? Ich dachte fast, das wäre türkisch. Lass mich los.
Also, na endlich habt ihr Jack. Ich will ihm meine neue Position reindrücken. Aber das ist... Wow, Jack wohnt hier? Ja, verstehe ich nicht. Sieht aus, als ging es ihm noch besser als dir, Jim. So viel zu seiner Rache. Jo, kann ich euch helfen? Ja, wir suchen nach Jack. Zap. Nein, der Jack, von dem wir sprechen, ist größer und ist keine Cheetos. Gib nur einen Jackie, Bro. Okay, ich glaube, es gab eine kleine Verwechslung. Wir suchen unseren Freund Jack Kingston. Ich bin Jack Kingston. Okay, vielleicht sind wir am falschen Haus. Uns wurde gesagt, Jack Kingston wohnt hier. Weißt du was? Tut uns leid für die Unannehmlichkeiten. Wir sollten jetzt gehen. Bros, ich bin der Jack Kingston, der hier wohnt. Okay, der Jack Kingston, von dem wir sprechen, war auf der Brookside High Abschluss 2020. Warte. Okay, der hat ein paar Schrauben locker und ich denke, wir sollten gehen. Ja, stimmt schon. Ach, übrigens, die Marines helfen wenig. Oh, sorry, das nächste Mal nehmen wir dein Sicherheitsteam. Oh, warte, du hast keins. Wow. Bros. Brookside Highs Jahresbuch. Mein Bild ist drin. Nein, ich kenne das Fotospiel noch genau. Hey, was habe ich über Reden mit Fremden gesagt? Dad, ich habe Ihnen nur ein Foto im Jahrbuch gezeigt. Mach dich fertig. Du weißt, wir haben eine wichtige Sitzung. Dann siehst du besser nicht aus wie ein Clown. Du, was machst du denn hier? Ich war in der Nachbarschaft. Ich wollte nur mal vorbeischauen. Hallo? Wir sind auf dem Weg. Das war der Vorstand. Sie warten auf uns. Sei pünktlich. Ja, Sir, ich bin pünktlich. Ich verspreche es. Peinlich. Wer war das? Mein Boss. Was? Wie ihr alle wisst. Meine Gesundheit hat sich verschlechtert. Es ist also an der Zeit für einen Nachfolger. Für Chromotech. Und die Person, die ich als Nachfolger auswähle... Sir? Sind Sie okay? Hatte jemand mal ein bisschen Wasser für ihn? Atmen? Ted, gut gemacht. Hab das Jahrbuch. Ja, und ich hab das Bild gefunden. Alles klar, lass mal sehen. Okay. Wir müssen Jimbo davon erzählen. Ja, schon klar. Mir geht's gut. Wie ich schon sagte. Die Person, die ich als Nachfolger wähle, wird Jack. Ich? Das kann doch nicht wahr sein. Hey, er war Klassenbester in seiner Highschool. Harvard-Abschluss. Alles klar. Hey, Dad, kann ich kurz mit dir reden? Raus mit euch. Paps, komm schon. Du weißt, ich habe keinen Abschluss von Harvard. Dad, ich will die Firma nicht leiten. Ich wäre gern Creative Director oder ein Social-Media-Typ. Oder der Typ, der die Wandbilder im Bad malt. Ich habe mich entschieden. Und ich bleibe dabei. Da ist er. Jimbo, du wirst nicht glauben, was hier drin steht. Mit Jack und seinem Vater stimmt was nicht. Ich weiß. Und deshalb werde ich mich rächen. Wow, beruhige dich, okay? Weißt du noch, was wir über Rache gesagt haben? Nein, du verstehst nicht. Ich habe nicht geschuftet, um Klassenbester zu sein, nur damit mich irgendein Schwachkopf als Präsident ersetzt. Wir müssen herausfinden, was hier wirklich los ist. Aber wie? Du hast ein ganzes Team von Marines und die konnten nicht mal Jack finden. Den echten Jack. Es gibt eine Person, bei der wir noch nicht waren. Jemand, der vielleicht wirklich weiß, was los ist. Komm schon.
Los geht's. Oh, wow. Hey, alles sieht noch gleich aus. Ja. Oh, yo, weißt du noch, wie wir bei Mr. Anderson beim Schummeln erwischt wurden? Jo, der war echt sauer. Nein, war er nicht. Warte. Weißt du noch dieses schräge Kind, das wir immer gemobbt haben? Der saß genau hier. Oh, komm schon, Jimbo. Wir machen nur Spaß. Jimbo. Ich glaube, der ist in Gedanken versunken. Was zum... In Ordnung, Klasse. Wer kann dieses Problem lösen? Niemand. Wie wär's mit dir, Calvin? Jimbo, bestimmt kannst du es. Du bist mein bester Schüler. Ist es? Ich weiß es nicht. Ich wusste, dass ihr angeblichen Genies nicht schlau genug seid. Tolle AP-Calculus-Klasse seid ihr. Wer bist du? John. Ich meine, Jack. Jack Kingston. Ich wurde zu AP-Calculus versetzt. Gut. Mr. Riley sagt, du bist einer der klügsten Köpfe der Schule. Ist das so? Nun, wenn du so schlau bist, kannst du dieses Problem lösen. Lass mich raten. Du bist ratlos. Genau wie deine Klassenkameraden. Es ist nicht so, als könnte ich es nicht lösen. Aber das Problem selbst kann nicht gelöst werden. Da ist ein Fehler drin. Ein Fehler? Unmöglich. Ich mache keine Fehler. Um Sinn zu ergeben, sollte es... Nun, schau mal an. Nur weil er diesen Fehler erkannt hat, heißt es nicht, dass er das Problem lösen kann. Einfach. Das richtige Integral ist... Wir sollten Jacks Freund sein. Er wirkt ziemlich cool. Ja, auf jeden. Abgemacht. Jimbo. Hey. Hey, alles klar, Mann? Ja. Was macht ihr in meiner Klasse? Mr. Anderson. Hey. Es sind Danelle und Calvin und sie kennen noch Jimbo. Wie oft noch? Ich heiße Jim. Was auch immer, Mann. Wir waren ihre Schüler. Ich erinnere mich nicht an euch zwei. Aber, sie kommen mir bekannt vor. Bist du nicht der, der als Jahresbester an Jack Kingston verloren hat? Also, gibt es einen Grund, warum sie alle hier sind? Meist bevorzuge ich es, Schüler nach ihrem Abschluss nie wiederzusehen. Autsch. Wir brauchen ihre Hilfe. Zeig ihm doch das Jahrbuch. Oh, ja. Komm schon. Sie sehen Jack hier, ja? Jetzt vergleichen Sie das mit diesem Jahrbuchfoto. Alles ist genau gleich, außer, dass Jack mit einem anderen Mann ersetzt wurde. Und wir haben keine Ahnung, wie das passiert ist. Also hoffen wir, Sie wissen was. Wie sehe ich aus? Wie der Jahresbuchausschuss, hä? Ich habe keine Ahnung. Nun, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich muss arbeiten. Aber... Mann, komm schon. Und das Wort, nach dem Sie suchen, ist Jahrgangsbester. Machen Sie keine Szene. Was für eine Verschwendung. Ich dachte, wir würden etwas wärmer empfangen. Was du nicht sagst. Und was machen wir jetzt? Hey Leute, sorry. Sucht ihr den Typen hier? Ja. Kennen Sie ihn? So in der Art. Er ist mein Sohn. Ich weiß, wo er ist, wenn ihr Jungs ihn finden wollt. Kommt rein, Leute. Jack? Yo, du bist es wirklich.
Was geht ab? Ich habe lange darauf gewartet, dir das zu sagen. Ich bin jetzt der Vice President von Chromotech. Digga, komm wirklich? Schon. Wirklich? Jetzt? Also was geht, Digga? Wie läuft's so? Was, hast du den Handschlag vergessen? Natürlich erinnere ich mich. Es tut mir leid, Leute. Ich kann euch das nicht mehr verheimlichen. Mein Name ist nicht Jack. Ich heiße John. Warte, was? Was soll das heißen, dein Name ist nicht? Ich erkläre euch deine Geschichte, okay? Aber es ist nicht leicht zu verkraften. Also solltet ihr euch besser setzen? Also, vor 8 Jahren bin ich gerade in dieses Land gekommen. Ich habe John zu seinem ersten Tag in die Highschool gebracht. Ich war eine Minute abgelenkt und ich bin direkt in ein anderes Auto gefahren. Ich habe den Mann angefleht, nicht die Polizei zu rufen, denn naja, ich hatte meine Papiere nicht dabei. Ich habe dem reichen Mann gesagt, wenn ich ins Gefängnis gehe, könnte ich mich nicht um meinen Sohn kümmern. Als er gesehen hat, dass John ein Genie war, kam ihm eine Idee. Er hat gesagt, sein Sohn würde durchfallen und er war eine Schande. Weil beide Kinder kurz vor Schulanfang standen, hat er gefragt, ob John mit Jack tauschen könnte. Er würde dafür sorgen, dass es niemand herausfindet. Er hat gesagt, er würde mir auch helfen, einen Job in der Schule zu bekommen. Ich habe Nein gesagt. Aber als er anfing, die Polizei zu rufen, ist mir keine Wahl geblieben. Jahrelang hat John vorgegeben, Jack zu sein. Er hatte nur Einsen und wurde sogar Jahrgangsbester in der Highschool. Aber im Namen eines anderen. Ihr seht also, John gab sich als Jack aus, um mir Ärger zu ersparen. Jacks Vater ist ein mächtiger, reicher Mann. Und nach seinem Abschluss hat er mir gesagt, wenn John sich jeweils wieder blicken lässt, sorgt er dafür, dass ich ins Gefängnis komme. Jetzt kommen wir mit dem Nötigsten aus. Oh, also deshalb ist Jack, John nach der Highschool verschwunden. Also echt. Ich weiß, dass Jacks Vater kein guter Mann ist, aber wie kann er so böse sein? Oder sein Sohn? Sein Sohn war nicht das Problem. Er war eigentlich ein netter Kerl. Sein Vater hat ihn nur gezwungen, alles mitzumachen, auch wenn Jack es nicht wollte. Okay, also was machen wir jetzt? Wir können ihn damit nicht durchkommen lassen. Ja, Mann, wir müssen uns was einfallen lassen. Moment. Wirklich? Du bist schon wieder am Handy? Das ist Arbeit, okay? Hallo? Was? Danke. Nun, sieht aus, als hätte sich unser Problem gelöst. Mein Vater war sicher nicht perfekt, aber er war immer noch mein Dad. Ich werde ihn sehr vermissen. Bevor er starb, machte er mich zum Präsidenten. Und es ist wichtig für mich, dass dieses Unternehmen weiterhin besteht und erfolgreich ist. Deshalb trete ich zurück. Was? Und stattdessen wähle ich den klügsten Kerl, den ich kenne, um die Firma zu leiten und Präsident zu sein. Jim. Wirklich? Wow, danke, Jack. Ich? Oh.
Eigentlich bin ich gar nicht so klug. Aber ich weiß, wer es ist. Hey Leute, kommt rein. Was macht ihr denn hier? Ich möchte dir ein Angebot machen. Neuer Präsident zu werden von Chromatech. Was? Ich weiß nichts über Unternehmensführung. Du lernst sehr schnell. Ich bin sicher, dass es schnell gehen wird. Und du hast Leute, die dir helfen werden. Was ist mit Jacks Dad? Um den müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen. Und ich habe auch ein Angebotsschreiben für Sie. Als neuer Facilities Manager. Schau. $100,000 pro Jahr? Ich würde so gerne. Aber ich kann nicht. Ich habe keine Papiere. Ich habe mit meinen Anwälten gesprochen und die kümmern sich darum. Chromatech wird sie sponsern. Wirklich? Ich kann's nicht glauben. Oh mein Gott. Ist das dann ein Ja? Ja, ja, ja. Also, du weißt schon, dass du dann die Wette verlierst. Richtig? John wird dann dein Boss, was heißt. Ja, interessiert mich nicht. Wie ein weiser Mensch einmal sagte, die beste Rache ist, glücklich zu sein und weiterzumachen. Oh, und wenn ich mich nicht irre, habe ich gehört, dass ihr beide auch nach einem Job sucht. Nun, ich habe den Vorstand überzeugt, euch auch einzustellen. Hey! Wahnsinn! Warte, du meinst, wir werden zusammenarbeiten? Ja! Yo! Ja, hey! Hey, was ist mit mir? Für mich gibt's keinen geheimen Handschlag? Das könnte ein bisschen viel für dich sein, Kumpel. Was? Okay. Ich meine, komm schon mal. Hey. Komm her! Weißt du was? Alles gut. Alles gut. Oh, hey. Leute, ist Jack nicht der neue Präsident? Oh, was wird denn dann aus ihm? Das war unglaublich, Jasmine. Du warst großartig. Danke, das hat so viel Spaß gemacht. Nun, wir müssen noch besprechen, wer am besten in die Band passen wird, aber du bist mit Sicherheit eine der besten Sängerinnen, die wir bisher getroffen haben. Super, danke, dass ihr mir die Chance gegeben habt. Wir sehen uns dann morgen in der Schule. Ja. Bye-bye. Bye, Jasmine. Oh. Alter, wir müssen sie nehmen. Okay, siehst. Schön. Hey, okay, entspann dich. Richie, wir gehen nicht nach dem Aussehen. Sie ist aber eine wirklich gute Sängerin. Sie wäre perfekt als Leadsängerin. Ja, das auch. Was Becker gesagt hat. Ja, aber ist sie gut genug, um uns zu helfen, Battle of the Bands zu gewinnen? Sie ist die beste Sängerin. Alle anderen waren einfach schlecht. Dominic, das letzte Mädchen war richtig gut. Sie wäre perfekt für den Mythical Backflip. Wir sind die Magical Kickback, Mom. Und wir sind gerade mitten in einer privaten Bandbesprechung. Sorry. Okay. Oh. Wenn du deine kleine Schwester vor mir siehst, kannst du ihr sagen, dass sie schnell in den Laden gehen soll, um etwas Butter zu holen? Ja, danke. Klar doch. Ich werde die Butternachrichten überbringen, wenn ich sie sehe. Es ist super cool, dass deine Mom uns hier proben lässt. Meine Mutter würde das nie tun. Ja, du, same. Meine Mutter würde sagen, mach sofort die Musik aus. Wir hören nur Bruno Mars. Ja. Yeah. Ja, meine Mutter war in einer Band, als sie noch jünger war. Sie war also total cool, als ich sie fragte. Ich musste ihr nur versprechen, dass ich meine Noten verbessern werde. Ah, toll. Wie läuft es denn bisher? Ups.
Was ist das? Oh, Mann, deine Noten sind schlimm. Das weiß ich, Richie. Ich habe mich so sehr auf Battle of the Bands konzentriert, es war schwer für mich, auf etwas anderes zu achten. Hat deine Mutter das gesehen? Ach, verdammt, nein. Sonst wären wir gar nicht in der Lage mitzumachen. Ich werde es ihr einfach nächste Woche zeigen, wenn der Wettbewerb vorbei ist. Ich werde einfach sagen, dass wir die Zeugnisse später zurückbekommen haben. Glaubst du nicht, dass sie wütend sein wird, wenn sie es herausfindet? Ja, bis dahin werden wir den Battle of the Bands gewonnen haben. Und unsere Rockstar-Karriere wird durchstarten. Und das ist alles, was zählt. Das sage ich, Mom! Brandy, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst uns nicht ausspionieren? Ich habe nicht spioniert. Ich habe mich nur in deinem Schrank versteckt. Ich habe alles gehört, was du gesagt hast. Genau das ist spionieren. Das sagst du, Mom, besser nicht. Ich werde es nicht, wenn du mir gibst, was ich will. Ja. Könnt ihr uns kurz alleine lassen? Du bist raus, du bist raus. Bewegung, 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 Bewegung. Aber Dolly, schneller. Also gut, du kleiner Frechdachs, was sind deine Forderungen? Nun, da Magical Kickback eine neue Leadsängerin sucht, dachte ich, vielleicht könnte ich das sein. Nein, kein Deal. Das wird nicht passieren. Na gut, dann erzähle ich Mom von deinen Noten. Brandy, ich werde auf keinen Fall meine kleine Schwester in meine Band lassen. Okay, nie im Leben, niemals. Mal sehen, was Mom dazu sagt, wenn sie von deinem Zeugnis erfährt. Alles klar? Wird sie was sagen? Nein, ich glaube nicht, dass sie es meiner Mama erzählen wird. Ich glaube, sie blufft. Lass uns den Song nochmal probieren. Für dich? Dominic, du und deine beiden Freunde habt euch heute so gut angehört. Das bringt mich zurück in meine Zeit. Mein erstes Mal auf der Bühne. Ich war erst 16, aber ich hörte mich einfach an wie... Wissen wir. Du hast uns diese Geschichte 315 Mal erzählt. Und normalerweise fängst du danach an zu singen. Mom, ich stehe im Moment unter großem Stress. Kannst du bitte ein anderes Mal von deiner Jugend schwärmen? Sei nicht traurig, Dominic. Mein Fehler. Hey, Baby, du bist ganz schön still. Möchtest du etwas über deinen heutigen Tag erzählen? Nun, da wir gerade über Dominics Band sprechen, ich war in seinem Zimmer und... Und ich ließ sie als Leadsängerin vorsingen. Wirklich? Dominic, warum schwitzt du so? Nichts, das Essen ist heiß. Ich weiß nicht, sie klingt wie ein Engel. Sie ist jetzt in der Band. Ist das dein Ernst? Meine beiden Babys sind in einer Band zusammen? Das macht mich so glücklich. Hey, ich bin froh, dass sich jemand darüber freut. Ich meinte, ich bin auch aufgeregt. Welcher Bruder würde seine kleine Schwester nicht in seiner Band haben wollen? Na, dann herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Danke. Oh, ich kann es kaum erwarten, euch beide auftreten zu sehen. Du wirst mein größter Fan sein. Ja. Ich werde es dir genauso sagen, wie ich es deinem Bruder gesagt habe. Du musst nur sicherstellen, dass das nicht deine Noten beeinträchtigt. Wir müssen die Noten verbessern, wenn du in der Band bleiben willst. Ich verspreche, dass ich gute Noten bekomme, genau wie Dominic. Ich bin so stolz auf euch beide. Ich habe genau das Richtige zum Feiern. Und zwar Pfirsichkuchen. Juhu! Das ist wirklich der beste Tag aller Zeiten. Ein Lied. Du darfst in einem Song mitmachen. Alle Songs. Nein, Gott, willst du mich veräppeln? Das ist verrückt. Du brauchst einen Pfefferminzbonbon. Oh, Mom! Okay, alle Songs und ich nehme einen Pfefferminzbonbon. Gut. Können wir Eiscreme mit dem Kuchen haben? Aber natürlich, mein Schatz. Darf ich mich bitte entschuldigen? Was ist mit dem Kuchen? Ich will keinen Kuchen. Was ist los, Dude? Was ist los, Mann? Oh, hey. Warum ist Brandy hier drin? Dir auch, no. Hallo? Es gibt eigentlich etwas, worüber ich mit euch reden wollte. Ich bin jetzt in der Band. Bitte sag mir, dass es ein Scherz ist. Sie meint es ernst. Sie ist unsere neue Leadsängerin. Was? Wann ist das überhaupt passiert? Ja, was ist mit Jasmine? Brandy verspricht meiner Mutter nichts von dem Zeugnis zu erzählen, solange sie in der Band singen darf. Nein, das ist inakzeptabel, Er hat keine Wahl.
Und wenn ihr beim Battle of the Bands auftreten wollt, habt ihr auch nicht wirklich eine Wahl. Wenn Dominik Hasserist hat, verliert ihr euren Gitarristen. Junge, die hat's ja drauf. Oh ja, das hab ich. Können wir kurz mit dir da drüben in der Ecke reden? 2 Minuten, beeil dich. Ich mag es nicht, wenn meine Zeit vergeudet wird. 2 Minuten ab jetzt. Bewegung. Alter, deine Schwester ist einfach nur böse. Ja, wie zur Hölle sollen wir mit ihr als unserer Leadsängerin Leute, Battle of the Bands Ich gewinnen? Weiß, dass es nicht ideal ist. Okay, aber es könnte schlimmer sein. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja doch noch. Billie Eilish arbeitet die ganze Zeit mit ihrem Bruder zusammen, richtig? Und sie machen krasse Musik. Stimmt, aber singt deine Schwester wie Billie Eilish? Wir werden es herausfinden. In Ordnung, Brandy, lass uns dich singen hören. Juhu! Bring den Beat! Wir haben ein großes Problem. Ich stimme zu, der Song ist Mist. Wir brauchen viel bessere Texte. Hey, das haben wir zusammengeschrieben. Nun, das ist Hundezeug. Wuff, wuff. Und jetzt, wo ich in der Band bin, denke ich, dass ich den Text schreiben sollte. Sonst habt ihr keine Chance, den Wettbewerb zu gewinnen. Brandy, die Texte sind nicht das Problem. Zum Glück habe ich einen neuen Song, den ich bereits geschrieben habe. In Ordnung, los geht's. Was? Wir wissen noch nicht mal, wie das Lied geht. Weniger reden. Mehr Trommeln, bitte. Brandy, so funktioniert das nicht. Wir müssen zusammenarbeiten, um einen Song zu machen. Gut, ich werde sofort loslegen und ihr könnt mit dem Tempo mithalten. Ich weiß nicht. Take me to the rainbow! Zu spielen, sonst erzähle ich Mom von dem Zeugnis. Okay, Leute, lass es uns versuchen, uns ihrem Tempo anzupassen. Brandy ist noch nicht da. Glaubt ihr, sie hat's vergessen? Oder? Sorry, ich bin zu spät, Leute. Ich nehme nur ein paar Veränderungen vor, die ich mit euch teilen möchte. Du willst weitere Änderungen vornehmen? Die Band braucht ein abgestimmtes Outfit. Also, was denkt ihr? Okay, das geht jetzt wirklich viel zu weit. Das ist nicht der Stil, den die Magical Kickbacks anstreben. Wir sind mehr so Chill-Vibes. Da fällt mir ein, Magical Kickback, der Bandname muss geändert werden. Was soll das überhaupt bedeuten? Das ist so lahm. Es soll interessant sein, wie 30 Seconds to Mars oder Imagine Dragons. Bla, bla, bla. Ich habe eine Idee. Und so wird unser neuer Name lauten. Trommelwirbel, bitte. Ich sagte Trommelwirbel. Ich will es nicht noch einmal sagen. Boom, Shakalaka. Seht ihr? Queen Brandy und ihre Royal Bandy. Was? Das heißt, wir sind die Bandy? Findet ihr das nicht auch toll? Da werden wir auf jeden Fall auffallen. Ja, wir werden uns damit total lächerlich machen. Brandy, wir entscheiden die Dinge normalerweise als Band. Du weißt schon, zusammen. Ich habe diese Idee mit meiner Mom besprochen. Und sie fand sie toll. Ich kann auch dein Zeugnis mit ihr besprechen. Gut. Wir sind Queen Brandy und ihre Royal Bandy. Ich bin so froh, dass euch die neuen Änderungen gefallen. Lass uns doch einmal Rainbow Carnival üben. Becca, du bist etwas hinten dran. Es wäre schade, wenn wir dich ersetzen müssten. Wach auf! 1, 2, 1, 2, 3! Oh Gott, okay, wir müssen etwas tun. Das läuft aus dem Ruder. Ja, Alter, es reicht, Mann. Wir werden auf keinen Fall diesen Namen einreichen. Queen Brandy und die Blablabla. Ganz zu schweigen von dem rosa Kleid. Ich bin Schlagzeugerin, ich werde das Ding nicht tragen. Ja. Wenn sie wirklich eine gute Sängerin wäre, dann ja, vielleicht könnten wir das in Betracht ziehen, aber... Wir können sie nicht aus der Band werfen, sonst wird sie es meiner Mutter sagen. Aber wir können sie auch nicht drin behalten. Sie wird unsere Gewinnchancen ruinieren. Klingt, als würden wir so oder so verlieren. Okay, außer... Wir sagen ihr einfach, dass Battle of the Bands abgesagt wurde. Auf diese Weise können wir einfach ohne sie gehen.
Ja, dann rufen wir Jasmine an und lassen sie wissen, dass sie jetzt unsere Leadsängerin ist. Ja, okay. Okay, Gott sei Dank. Wunder werden wirklich wahr. Ja, okay. Wir sind uns alle einig. In Ordnung, ich werde es Brandy heute Abend erzählen. Okay, wir sind wieder dabei. Und von jetzt an muss alles geheim bleiben. Okay, sogar meine Mutter muss es glauben. Wir müssen also woanders üben. Hey, Leute. Ich habe eine schlechte Nachricht. Stimmt etwas nicht? Wann wolltest du mir davon erzählen? Woher hast du das? Brandy, sag deinem Bruder, was du mir gesagt hast. Nun, als wir geübt haben, habe ich es unter seinem Bett gefunden. Und ich wusste, dass er es verheimlicht, also dachte ich, es wäre richtig, es dir zu zeigen. Dominic, du hast es mir versprochen, dass du deine Noten verbessern würdest. Es ist klar, dass diese Band eine Ablenkung ist. Du hast mir gesagt, du könntest beides tun. Es tut mir leid, Mom. Es fällt mir nur schwer, mich auf etwas zu konzentrieren, wenn ich nur den Battle of the Bands gewinnen will. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Ich sollte dir Hausarrest geben und du solltest nicht in der Lage sein, überhaupt zu dieser Show zu gehen. Aber deine Schwester hat ein gutes Argument. Was meinst du? Nun, es ist nicht fair, dass sie nicht auftreten kann, nur weil du einen Fehler gemacht hast. Und sie will diesen Wettbewerb gewinnen, genauso wie du. Und ich werde ihr diese Gelegenheit bestimmt nicht nehmen. Warte, können wir trotzdem zum Battle of the Bands gehen? Nur weil sie es verdient, ihren Moment zu haben. Nur weil du Mist gebaut hast, bedeutet das nicht, dass sie leiden muss. Aber sie kann nicht. Schluss jetzt. Du hast Glück, dass sie in deiner Band ist. Sonst würdest du ja gar nicht mehr auftreten. Das war's. Du bist raus aus der Band. Das kannst du nicht tun. Du hast unsere Vereinbarung gebrochen und es Mama zählt. Du hast kein Druckmittel mehr. Nein, ohne moi wärst du nicht in der Lage, bei Battle of the Bands aufzutreten. Du hast Mom gehört, wenn ich nicht wäre, hättest du Hausarrest. Das kann nicht wahr sein. Wenn du mich also rauswirfst, hat Mom keinen Grund mehr, dich gehen zu lassen. Oder ich bleibe und wir gewinnen den Wettbewerb gemeinsam. Du bist das Letzte. Und wir werden nicht gewinnen, weil du einfach schlecht bist. Ach, komm schon, Bro. Hab ein bisschen Vertrauen. Und vielleicht versuchst du das nächste Mal nicht zu lügen, dass die Show abgesagt wurde. Das war eine schlechte Idee. Seid ihr bereit? Wir sind bereit, es hinter uns zu bringen. Ja, es tut mir so leid. Leute, wenn wir das heute Abend verlieren, wird das alles Brandys Schuld sein. Und es ist nicht alles ihre Schuld. Das ist alles passiert, weil du deine schlechten Noten vor deiner Mutter verstecken musstest. Wenn du nur ehrlich gewesen wärst. Sie hätte mir sowieso Hausarrest gegeben. Es hätte uns zumindest mehr Zeit verschafft, um einen neuen Gitarristen zu finden, der dich ersetzt. Okay, und außerdem Jasmine hätte unsere Leadsängerin sein können. Okay, und jetzt müssen wir alle darunter leiden. Okay, Leute. Das ist unsere Band. Wir stecken da zusammen drin, richtig? Richie und ich haben uns unterhalten und nach heute Abend werden wir die Band verlassen. Nein, komm schon. Schau, wir können einfach kein Teil mehr davon sein, was auch immer Leute, das hier sein soll. Nein, Leute, das ist... Wir können uns nicht trennen. Das ist nur, weil Brandy mich erpresst hat. Zweimal falsch ergibt nicht einmal richtig. Alles klar, meine Lieben. Seid ihr bereit, um so richtig durchzustarten? Mann, was ist denn mit euch los? Also gut, okay. Lass uns die Party weiter rocken. Als nächstes haben wir Queen Brandy und ihre Royal Bandy. Ihr seid dran. Und Showtime. Beeilt euch. Bewegung, Bewegung. Krass. Das
Das ist mein Baby! Das ist mein Baby! Wow! Ja, ja, sie ist so schön. Ja! Oh, wie schön. Oh, okay, lass dir Zeit, Baby. Lass dir Zeit. Lasst uns So You See spielen. Lass dir Zeit, Baby. Lass dir Zeit. Lasst uns So You See spielen. Beeil dich! Warum brauchst du so lang? Jo, was ist dein Deal? Hey, nicht doch. Hey, stopp. Du ruinierst meine Band und mein Leben. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Es scheint, als hätten wir ein paar technische Schwierigkeiten. Du und du. Ihr geht jetzt raus. Aber sofort. Ich weiß nicht. Du gehst jetzt sofort raus. Haltet die Stimmung, Leute, und wir werden das sofort in Ordnung bringen. Ich hasse dich. Was sollte denn das? Es sah so aus, als ob ihr beide versucht habt, euch gegenseitig zu sabotieren. Sowas tut man nicht. Das ist, weil ich sie nie in meiner Band haben wollte, Mom. Aber ich hatte keine Wahl. Erklär's. Brandy hat vor einer Woche mein Zeugnis gefunden. Sie hat versprochen, es dir nicht zu sagen, solange ich sie in meiner Band lasse. Sie hat mich die ganze Zeit erpresst. Brandy... Stimmt das? Nun, ich habe ihn einfach das tun lassen, was ich wollte, damit ich nicht sein Geheimnis verrate. Das war alles. Brandy, aber genau das ist doch Erpressung. Versuch nicht so unschuldig zu wirken, junge Dame. Ich kann es nicht fassen. Du hast die ganze Zeit über die Situation von deinem großen Bruder ausgenutzt. Nicht vergessen, er hat dich wegen seiner Noten belogen. Das ist wahr. Aber zweimal falsch ergibt nicht einmal richtig. Ihr habt mich beide wirklich sehr enttäuscht. Du, weil du dein Zeugnis versteckt hast. Und du, weil du deinen großen Bruder ausgenutzt hast. Es tut mir leid, Mom. Ich hätte es dir früher sagen sollen, dann wäre das alles nicht passiert. Es ist meine Schuld. Ich hätte Dom gar nicht erst ausspionieren sollen. Tut mir leid, dass ich deine Band ruiniert habe. Ich bin froh, dass ihr euch beide entschuldigt habt. Aber jetzt habt ihr beide Hausarrest. Und keiner von euch wird mehr spielen. Und das ist erst der Anfang. Ich werde mir eine andere Strafe für euch beide ausdenken. Hey, wir haben also die technischen Probleme behoben. Wir sind jetzt bereit für euch. Oh, nein. Es tut mir leid, aber sie werden heute Abend nicht mehr auftreten. Kommen Sie, das Publikum hat gewartet. Wir können sie nicht einfach hängen lassen. Bitte enttäuschen Sie uns nicht. Bitte. Nur diese letzte Vorstellung. Okay, gut. Ich weiß, wie viel das für dich bedeutet. Aber nach heute Abend... Ja, ich weiß. Ich weiß. Vielen Dank, Mom. Lass uns gehen. Ich will nicht mehr in deiner Band sein. Wirklich? Okay, ich verstehe. Ich meine, singen ist nicht für jeden. Nein. Ich weiß, wie gut ich bin. Ich meine nur, ich starte meine eigene Solo-Karriere. Okay. Na gut, dann werden wir wohl nicht auftreten. Ich meine... Wir haben keine Sängerin, also werde ich es. Warte, weißt du was? Ich habe gerade die perfekte Strafe gefunden. Oh. Oh, Mom, nein. Du, nein, das ist schon peinlich genug, meine Schwester in meiner Band zu haben. Nein, nicht du, Mom, nein. Mom, nein, kannst du? Du kennst nicht mal den Text. Oh ja, das tue ich. Ich habe euch Kindern den ganzen Monat beim Spielen zugehört. Oh Gott. Thank you.
Mandy, erinnerst du dich an die Choreografie, die wir geübt haben? Wie wäre es, wenn wir die aufnehmen für TikTok? Lass es uns versuchen. Nein, Mama. Ich baue hier gerade etwas. Sieh mal, ein Raumschiff. Das ist schön, Süße. Du kannst später spielen. Nehmen wir erst den Tanz auf. Bitte, tu's für mich. Gut. Oh, Süße. Erst suchen wir aber ein besseres Outfit. Wieso? Das ist mein Lieblingsshirt. Du sollst so süß aussehen wie möglich. So kriegen wir mehr Views. Ich gehe schnell rein und hole... Das will ich nicht. Ich will's nur hinter mich bringen. Gut. Aber nächstes Mal suche ich dein Outfit aus. Bereit? Ja. Super. Vergiss nicht zu lächeln. In 3, 2... So, kann ich weiterspielen? Das war gut, aber versuchen wir es nochmal. Wie geht es meinen wunderschönen Mädchen? Hey, wir üben gerade ein paar Dance-Moves für TikTok. Oh, hast du Spaß, Mandy? Nein, Mama zwingt mich dazu. Ich will nur spielen. Hey, sie liebt es. Ich weiß nicht. Wieso lässt du sie nicht das machen, wofür sie sich interessiert? Was bringt es ihr denn, mit Lego zu spielen? Mit TikTok kann sie echt erfolgreich werden. Sogar in dem Alter. Wusstest du, dass es Kinder gibt, die Millionäre sind, weil sie solche Tänze aufführen? Das mag ja sein. Aber ich habe immer geglaubt, wenn man jemandem seiner Leidenschaft nachgehen lässt, wird die Person immer Erfolg haben. Egal, was passiert. Also sei nachsichtig mit ihr. Ich zieh mich um. Bis gleich. Tschüss. Wieso erzählst du ihm, dass ich dich dazu zwinge? Du liebst es zu tanzen. Nein, tue ich nicht. Das habe ich dir schon so oft gesagt, Mama. Darf ich jetzt wieder mit Lego spielen? Wir sind aber noch nicht fertig. Das kriegt sicher viele Views. Das ist mir alles egal. Ich will Spaß haben. Ich spiel doch damit. Wie wär's mit einem Deal? Du kriegst dein Lego zurück, wenn wir noch ein paar Routinen aufgenommen haben. Wie hört sich das an? Na gut. Lächeln. Mehr lächeln, Mandy. Gut, jetzt nur noch ein paar Mal. Wow, Süße, du machst das ziemlich gut. Danke, Papa. Das ist für Kinder, die doppelt so alt sind wie du. Sehr beeindruckend. Vielleicht liegt darin deine Zukunft. Das hoffe ich. Ich könnte das ewig tun. Wir sehen uns später, Süße. Mandy, das glaubst du nicht. Unser kleines Tanzvideo hat 100.000 Views. Die Leute schreiben so viele Kommentare. Und jetzt haben wir schon 20.000 Follower. Hast du gehört? Die Leute lieben dich, Süße. Das ist cool. Ich kann nicht glauben, dass du dich nicht mehr freust. Wäre das ich, wäre ich begeistert. Dann solltest du wohl im nächsten Video tanzen, Mama. Weißt du, wenn ich könnte, würde ich das. Aber du bist hier die süße Tänzerin, Liebes. Du bist der Star. Apropos, wir brauchen wieder einen neuen Tanz. Oh Mama, muss ich wirklich? Ich habe gerade zu tun. Oh, nicht schon wieder. Du siehst doch, wie beliebt unser letztes TikTok war. Wir müssen jetzt mehr machen. Für deine Fans. Fans? Ja, du hast jetzt Fans. Und wir möchten sie nicht enttäuschen. Also machen wir noch einen Tanz. Mama, ich hab's dir gesagt. Ich will nicht tanzen. Aber Süße, das könnte deine Zukunft sein. Unsere Zukunft. Ich weiß schon, wie meine Zukunft sein wird. Ich will Dinge bauen. Vielleicht werde ich Ingenieurin. Oh, Süße. Du bist zu jung, um zu wissen, was du mal werden willst. Man wird selten in so kurzer Zeit so erfolgreich. Also sollten wir das auch nutzen, okay? Ich nehme das mal und gebe es dir nach den Aufnahmen wieder. Sei vorsichtig! Das hat Stunden gedauert. Stunden? Vielleicht verschwendest du viel zu viel Zeit damit. Wenn du in der Zeit TikToks machen würdest, könnten wir... Mama, du hast es ruiniert! Wie konntest du das tun? Tut mir leid, das war ein Unfall. Da das nicht mehr im Weg steht, können wir uns aufs Tanzen konzentrieren. Komm schon, gehen wir nach draußen.
Dein Vater kann das später aufräumen. Nein, ich will das nicht. Du hast alles kaputt gemacht. Oh. Wir haben jetzt 60.000 Follower. Wenn das so weitergeht, können wir damit bald Geld verdienen. Warte, heißt das, ich krieg da neue Lego-Sets? Oh Mandy, vergiss Spielzeug. Ich rede hier von neuen Outfits, Tanzstunden. Vielleicht können wir damit dann sogar deine Studiengebühren zahlen. Du weißt doch, wie teuer das College ist. Und vielleicht kann ich dann... Sorry, bist du ein Dancy Mandy? Ja, das ist sie. Oh mein Gott, meine Tochter und ich sind große Fans. So schön, euch beide mal persönlich zu treffen. Ich finde, du bist eine tolle Tänzerin. Ich wünschte, meine Tochter könnte auch so tanzen. Mandy, ist das nicht schön? Sie hat gesagt, sie ist dein Fan. Wie sagt man da? Ich tanze nicht mal gerne. Sorry, das freut sie wirklich. Sie ist nur schüchtern. Verstehe. Okay, dann, ich lasse euch mal weitermachen. Schönen Tag noch. Glaubst du das? Jemand hat dich gerade erkannt. Habe ich doch gesagt, dass wir berühmt werden. Freust du dich nicht? Ich würde mich eher über das neue Lego-Set freuen. Oh je, nicht schon wieder. Okay, geht weiter in 3, 2, 1, los. Ich hab gesagt, du musst mehr lächeln. Tu so, als hättest du Spaß. Aber ich hab keinen Spaß. Ich will das nicht tun. Sag sowas nicht. Komm schon. Jetzt schön lächeln. Du siehst so hübsch aus, wenn du lächelst. Soll ich etwa nur so tun? Sicher. Das machen doch die meisten. Ich jedenfalls. Perfekt. Okay, los geht's. Und eins und zwei und eins, zwei, drei, los. Süße, wieso weinst du? Sorry, Mama. Ich will das einfach nicht tun. Gut. Wenn du nicht tanzen willst, willst du dann nicht zumindest deine Mutter stolz machen? Hä? Na gut, dann tu es wenigstens dafür. Jetzt sieht man, dass du geweint hast. Komm schon, schüttel es ab. Die Mutter zwingt ihre Tochter weiterhin, TikToks zu machen, egal was die anderen davon halten. Im Laufe der Zeit zwingt die Mutter ihre Tochter Mandy, immer mehr Videos aufzunehmen. Ohne Rücksicht darauf, wie traurig Mandy scheint. Der Mutter geht es nur um Follower und Geld. Die Views und Follower schnellen in die Höhe. Und Mandy wird schließlich sogar in den Lokalnachrichten erwähnt. Die Mutter ist überglücklich, weil sie glaubt, dass sie groß rauskommen werden. Als Mandys Ruhm einen neuen Höhepunkt erreicht, taucht ein Video auf, in dem die Mutter ihre Tochter zum Tanzen zwingt. Und dies geht im Internet viral. Es dauert nicht lange, bis die Mutter viele hasserfüllte Kommentare erhält und viele Follower verliert. Süße, wieso weinst du? Sorry, Mama. Ich will das einfach nicht tun. Gut. Wenn du nicht tanzen willst, willst du dann nicht zumindest deine Mutter stolz machen? Hm? Na gut, dann tu es wenigstens dafür. Hey, Schatz. Ich wüsste dich. Wie eine schreckliche Mutter. Lass dich von dem Video nicht so fertig machen. Ich bin sicher, dass die Leute das schon bald vergessen haben. Alle berühmten Creator machen sowas mal durch. Es geht nicht darum, was die Leute denken. Es ist... Ich war so hinter diesem Internetruhm hinterher. Ich habe nicht gemerkt, was für eine schlechte Mutter ich für Mandy war. Es wird schon alles gut. Mach dich nicht so fertig. Ich bin sicher, du hattest gute Absichten. Hatte ich. Ich dachte wirklich, dass das Mandys Zukunft finanzieren könnte. Aber ich habe es wohl zu weit getrieben.
Ich hätte ihr zuhören sollen. Weißt du, ich will jetzt kein Salz in die Wunde streuen oder so, aber sie hat ja ziemlich, also oft gesagt, dass sie kein Interesse hat am Tanzen. Manchmal muss man sie das tun lassen, was sie wirklich glücklich macht. Wie was? Mit Lego spielen? Was bringt dir das? Sie ist ein Kind. Sie hat so viel Zeit. Außerdem, wie gesagt, wenn man jemanden seiner Leidenschaft nachgehen lässt, dann wird die Person immer Erfolg haben. Was auch passiert. Du musst nur darauf vertrauen. Hey Mama, geht's dir jetzt besser? Ja, mir geht's gut, Süße. Lieb, dass du fragst. Ich dachte, vielleicht können wir noch mehr TikToks aufnehmen. Wirklich? Das willst du tun? Nein, aber ich mach's, wenn es dir dann besser geht. Oh. Komm her. Ach. Süße, es tut mir so leid, dass ich dich dazu gezwungen habe. Weißt du was? Was machst du? Ich lösche den TikTok-Account. Von nun an musst du nichts mehr tun, was du nicht willst. Da, fertig. Wirklich? Eine große Entscheidung. Das hätte ich schon längst tun sollen. Okay, und was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Hast du nicht gesagt, dass du ein neues Lego-Set willst? Ja, aber es ist super teuer. Nun, wir haben ja etwas Geld gemacht mit deinen Views. Und es wäre nur richtig, wenn du das kriegst. Also, wollen wir zum Laden? Oh mein Gott, ja! Vielen Dank, Mama! In diesem Moment beschließt die Mutter, ihre Tochter zu unterstützen. Egal, was sie tun will. Mandy spielt weiter mit Lego. Und inzwischen spielt jemand mit ihr. Im Laufe der Zeit lernt Mandy, immer kompliziertere Sets zu bauen. Auch als sie älter wird, beeindruckt sie weiterhin alle um sich herum. Schließlich nimmt sie an Lego-Wettbewerben teil und gewinnt sogar den ersten Platz. Mandys Mutter könnte nicht stolzer sein. Ich fasse es nicht, dass du wieder Erste geworden bist. Das ist unglaublich. Wer hätte gedacht, dass du so weit kommst? Ich weiß. Architekturstudium, ich komme. Oh, Süße. Was das betrifft, es tut mir so leid, dass wir uns die USC nicht leisten können. Aber hoffentlich nach ein paar Jahren auf dem Community College. Mama, mach dir keine Sorgen um die Gebühren. Was meinst du? Ich wollte euch sagen, Lego hat dieses Programm namens Lego Education. Und sie sind so beeindruckt von mir, dass sie mir ein Vollstipendium anbieten. Für jede Uni, auf die ich will. Nein. Doch, ich kann also doch auf die USC. Das ist der Wahnsinn. Wie lange hast du das vor uns verheimlicht? Nur ein paar Tage. Ich wollte es euch sagen, aber ich wollte es erst nach dem Wettbewerb tun. Deine Konstruktion war echt cool. Oh, danke. Was ist dein Lieblings-Lego-Set? Das ist echt eine gute Frage. Wahrscheinlich das Raumschiff? Ja. Wissen Sie, er will immer, dass ich ihm Lego kaufe. Ich kaufe ihm nie welches, weil ich denke, dass es dann nur auf dem Boden rumliegt. Kann ich verstehen. Ich wollte auch zuerst nicht, dass Mandy mit Lego spielt. Wirklich? Ja. Ich dachte, das würde ihr nichts bringen. Aber dann hat mich jemand daran erinnert, wenn man jemanden seiner Leidenschaft nachgehen lässt, wird die Person immer Erfolg haben. Er hatte recht. Und jetzt hat es ihr ein Vollstipendium eingebracht. Und wer weiß, wo sie das noch hinführt. Wow, das ist ja unglaublich. Vielleicht sollte ich meinem Sohn doch Lego kaufen. Wenn sie ihn glücklich macht, ist es das wert. Glauben Sie mir. Vielen Dank für den Rat. Komm mit, Miles. Wie wär's, wenn wir in den Laden gehen und das Raumschiff kaufen, das du haben wolltest? Wirklich? Mhm. Ja. Bye, Mandy. Bye. Glückwunsch. Nochmal. Bye. Bye.
Scheint, als hättest du einen Fan. Ohne TikTok. Oh, wie wär's mit einem Foto? Also für Instagram. Oder wir genießen einfach den Moment. Kommt. Hey, Sarah. Hast du's bekommen? Ja. Du weißt, was das bedeutet? Du, ich und Joey gehen zusammen nach Irvine. Das ist unglaublich. Ich kann es nicht glauben, dass du ein Fußballvollstipendium bekommen hast. Moment, weiß Joey es schon? Ja, ich habe es ihm am Wochenende gesagt. Das ist doch ein wahr gewordener Traum, oder? Wer hätte gedacht, dass wir alle zusammen auf dasselbe College gehen? Ich weiß, oder? Hey, übrigens, er weiß nichts von... Oh nein, noch nicht. Psst, hey, da kommt er. Hey, was ist los, Bruder? Flint hat mir gerade von Irvine erzählt. Das nächste Jahr wird episch, nicht wahr? Ja, es wird großartig. Was ist dein Problem, Flint? Was? Stell dich nicht dumm. Ich weiß, dass du es warst. Warte, Moment. Was ist passiert, Amber? Er hat mich letzte Nacht im Internet gemobbt. Und zwar wegen meiner Zahnspange. Niemand wird dich jemals um ein Date bitten mit diesen Bahngleisen im Mund. Wer sagt sowas? Das war ich nicht. Flint würde das niemals sagen. Warum glaubst du, dass er es war? Weil er einen Standort auf seinen Bildern hat. Also habe ich einen Screenshot gemacht. Du bist die einzige Person in der Schule, die in der Gegend wohnt. Und schau den Benutzernamen an. Me and Steel? Offensichtlich bist du das, Flint. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wovon du redest. Ja, was auch immer. Du hast meine Gefühle echt verletzt. Das war komisch. Das ist alles ein großes Missverständnis. Du musst uns nicht überzeugen. Ich hoffe nur, dass sie es keinem Lehrer erzählt. Oder dem Direktor. Das Letzte, was du jetzt gebrauchen kannst, ist in Schwierigkeiten zu geraten. Gerade nachdem du dein Stipendium bekommen hast. Einer Freundin meiner Schwester wurde es gerade entzogen für sowas Ähnliches. Aber ich habe niemanden im Internet gemobbt, also hey, ist es nicht ich nötig, höre gerade, wie Amber den Leuten draußen erzählt, was du gemacht hast. Du wirst bekommen, was du verdienst, Flint. Sei still, Matty, er hat nichts getan. Sein Benutzername war ein klares Zeichen. Me and Steel? Ich dachte, du wärst schlauer als das. Alter, ich sage dir... Ich war's nicht. Mhm, sicher. Ja, deine Unschuldsmiene klappt bei mir nicht. Du denkst, du bist besser als alle anderen mit deinen guten Noten und deinem Unisport, oder? Ich werde dafür sorgen, dass die ganze Welt den echten Flint kennenlernt. Ah, guten Morgen, Klasse. Sorry, ich bin zu spät. Hat jemand Amber gesehen? Warum fragen Sie nicht Flint? Ich hab keine Ahnung. Okay, also fangen wir an. Schlagt alle eure Bücher auf und geht zu Kapitel 3. Matty hat definitiv etwas damit zu tun. Na toll, klappt doch. Oh, Flint. Herzlichen Glückwunsch zum Stipendium. Wirklich wohlverdient. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Siehst du? Er weiß es nicht mal. Im Moment. Ich meine nur, sei vorsichtig. Okay. Was macht ihr heute Abend? Meine Eltern sind weg, also kommt vorbei. Eigentlich haben Flint und ich bereits Pläne. Ja. Oh, okay. Kann ich kommen? Nun, ja, es ist eher mehr so ein Ding zwischen Sarah und mir. Ich verstehe. Kein Problem. Aber am Wochenende, Kino zu meinem Geburtstag? Oh, verdammt. Oh, oh. Ist das dieses Wochenende? Ja, ich werde dieses Wochenende leider nicht in der Stadt sein. Tut aber mir bestimmt leid. Nächstes Wochenende. Pass doch auf, Matty. Pass besser auf dich auf, Flint. Gerüchten zufolge steckst du in großen Schwierigkeiten. Hau ab, Matty. Das tue ich schon lange. Vielen Dank dafür. Aber leider für dich, dein Leben ist dabei, ruiniert zu werden. Er beginnt mir ernsthaft auf die Nerven zu gehen. Hey, Alter. Habe ich was getan, um dich zu verletzen, oder? Wovon redest du, Gordon? Die Nachrichten von heute Morgen, du hast dich über mein Gewicht lustig gemacht. Nein, nicht schon wieder. Ich habe gehört, du hast dasselbe mit Amber gemacht, also dachte ich, dass du es warst. Und sie hat es bestätigt. Du bist Me and Steel? Okay, das bin ich dir. Dir ist klar, dass jeder einen falschen Benutzernamen nehmen kann. Genau. Ja, aber die Instagram-Story. Ist das nicht dein Haus? Was zum Teufel? Ja, das ist es. Ich dachte, wir wären cool. Wohl eher nicht. Was ist los? Ich weiß es nicht, okay? Ich bin gerade wirklich verwirrt. Weiß Matty, wo du wohnst?
Ich meine, ja, wir waren mal Nachbarn, aber seine Mutter hat ihren Job verloren, also mussten sie umziehen. Er ist neidisch, dass du da noch wohnst und er nicht. Ich habe gehört, er kann nach Irvine, aber es klappt nicht, weil seine Mutter die Gebühren nicht bezahlen kann. Warte, das muss es sein. Er hat von deinem Stipendium gehört und jetzt ist er eifersüchtig. Glaubst du? Er will dir was anhängen. Weißt du, das Traurige ist, wir standen uns mal ziemlich nahe. Naja, du weißt ja, was man sagt. Die Menschen, die dir am nächsten stehen, können dir am meisten wehtun. Ist doch komisch, oder? Naja, hoffen wir, dass das Ende ist. Ich treffe euch später beim Mittag. Okay. Bis später. Wir klären das schon. Sie haben die Glocke gehört, meine Herren. Ja, Flint, hier drüben. Ich bin im Moment so schockiert von dir. Entschuldigung? Oh, ich habe deine E-Mail erhalten. Ja, zu deiner Information, ich kann keine Kontaktlinsen tragen oder mich lasern lassen. Sonst hätte ich's getan. Es ist gar nicht nett, dass du dich über meine Brille lustig machst. Ich habe ihnen nie eine E-Mail geschickt. Oh, ja, richtig. Sieht so aus, als würde er wieder Schwierigkeiten kriegen. Ich kann nicht glauben, dass ihm das passiert, armer Kerl. Also, das bist also nicht du. meandsteel@gmail.com. Schau, Unterschrift Flint. Nein, bin nicht ich. Er ist es. Er hat mir dasselbe angetan, Mrs. Tanner. Er hat sich über mein Gewicht lustig gemacht. Ja, er hat sich auf Instagram auch über meine Zahnspange lustig gemacht. Vom selben Händel. Meine Güte, das hätte ich wirklich nicht von dir gedacht. Mrs. Tanner, bitte, Sie müssen mir glauben, okay? Jemand beschuldigt mich. Oh ja? Nun, wer würde das tun? Lass mich raten. Me and Steel schlägt wieder zu. Erzähl mir nicht, dass er dich auch schikaniert, Matty. Ja, er hat sich in der DM über meine Akne lustig gemacht. Vom guten Me and Steel. Er lügt. Er denkt, er ist besser als alle anderen. Ich schätze, die Wahrheit kommt endlich heraus. Mrs. Tanner, bitte, hören Sie mir zu, okay? Weißt du was, Flint? Wenn ich es allein wäre, würde ich dir glauben. Aber Gordon und Amber? Ich muss es leider dem Direktor sagen. Tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Hör zu, ich werde das nicht durchgehen lassen, Mister. Ich glaube nicht, dass das vorbei ist. Es tut mir so leid, dass dir das passiert. Hey, aber es wird alles gut, okay? Wir sind für dich da. Außerdem können sie nicht beweisen, dass das alles von dir kommt. Ja, aber manchmal ist Wahrnehmung dasselbe wie Realität. Für wen hält sich Matty? Er beschuldigt dich offensichtlich. Ja, ich weiß. Ich muss beweisen, dass er es ist. Besonders da Leute anscheinend nicht wirklich glauben, was ich sage. Vielleicht, wenn wir in sein Handy kommen, finden wir den Fake-Account. Okay, wie würden wir das machen? Er hat PE letzte Stunde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sein Handy im Schrank lässt. Warte. Willst du etwa sagen, wir sollen in seinem Schrank einbrechen und in sein Handy schauen? Wie würden wir das machen? Ich bin sicher, er hat ein Passwort. Hast du seine Telefonnummer? Ja. Was machst du? Vertrau mir einfach. Ist das eine gute Idee? Psst, ja. Wenn du erwischt bist, du könntest in noch größeren Schwierigkeiten stecken als jetzt. Welche andere Wahl habe ich? Ich hab's. Ich bin gleich wieder da. Danke. Hier ist er. Ich bin sehr enttäuscht in dir, Flint. Hören Sie, ich sage Ihnen, es war Matty. Große Anschuldigung. Welchen Beweis hast du? Ich meine, ich habe keinen wirklichen Beweis, aber ich weiß, dass er es war. Wir sehen uns um 3 Uhr. Bitte rufen Sie nicht meine Mutter an. Zu spät. Haben wir bereits getan. Und sie wird da sein. Eine Schande, was du da gemacht hast. Du könntest suspendiert werden. Und Irvine wird darüber nicht allzu glücklich sein. Weißt du, ich hatte vor ein paar Jahren eine Studentin und sie haben ihr das Stipendium wegen ihrer Streiche entzogen. Würd mich nicht wundern, wenn sie dasselbe mit dir tun. Okay, also tut mir leid, aber das geht zu weit. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Ich mobbe niemanden im Internet. Nun, du hast bis 3 Uhr, um das zu beweisen. Ansonsten wird das schlecht ausgehen. Wieso passiert mir das?
gar nicht glauben, wir machen das. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Ich hab's. Okay, 0820. Du bist ein Genie. Geh zuerst auf sein Instagram. Okay. Was sollen wir machen? Wir sollten einfach... Nein, Verstecken? Was meinst du im Schrank? Ich will nicht. Hey! Oh mein Gott! Was ist das für ein Geruch? Mein Gesicht. Es ist auf meinem Gesicht. Oh, Sarah. Sarah. Oh. Es stinkt wirklich hier drin. Oh ja, sieht wirklich eklig aus. Das Handy? Okay, wir gehen zuerst auf Instagram. Mal schauen, ob er mehrere Konten hat. Okay. Klick mal hier. Aha. Nichts. Das ist seltsam. Er muss das Konto gelöscht haben, als er herausfand, dass wir was wissen. Warte, Mrs. Tanner sagte, sie hatte eine E-Mail erhalten, oder? Ja, genau. Wir können das überprüfen. Ja. Nichts. Was? Was ist los? Ich sollte dich dasselbe fragen. Maddie, ich... Was machst du mit meinem Handy? Und warum bist du in der Jungsumkleidekabine? Weißt du was? Ich denke, die bessere Frage ist, warum beschuldigst du mich, ein Cybermobber zu sein? Wovon redest du, Mann? Wirklich? Du weißt genau, wovon ich rede, Mann. Du hast ein Fake-Instagram gemacht und dann diese gemeinen Nachrichten verschickt zu Amber und zu Gordon. Genau wie die gefälschte E-Mail an Mrs. Tanner. Alter, gib's zu. Warum sollte ich das tun? Weil du es auf Flint abgesehen hast, seit er in Irvine aufgenommen wurde und du nicht. Im Ernst? Ich habe ein Stipendium für UCLA bekommen, das war meine erste Wahl. Irvine ist mir egal. Und ich mag Flint nicht, aber es hat nichts mit dem College zu tun. Liegt es daran, dass du umziehen musstest? Nein, es ist, weil er mir die DMs geschickt hat wegen meiner Akne und so. Als ich hörte, dass er anderen dasselbe antat, hat's mich echt sauer gemacht. Es stimmt nicht. Sieht ihr? Alter, was zum Teufel ist los? Er war es nicht, okay? Jemand versucht, Flint zu beschuldigen. Und wir dachten, du wärst es. Das ist der einzige Grund, warum wir in deine Sachen sind. Und es tut uns wirklich leid. Sarah, mir läuft so ziemlich die Zeit davon. Und ich bin dabei, alles zu verlieren. Ihr Idioten hat's nicht mit Passwortwiederherstellung versucht. Was? Wenn du dein Passwort vergessen hast, werden die letzten 4 Ziffern angezeigt von der Telefonnummer der Person. Also im Ernst? Ja. Okay. Me and Steel. Da ist es. 1984. Das ist definitiv nicht meine. Ich überprüfe meine Kontakte. Oh ja. 1984. Wer ist es? Wir müssen es dem Direktor sagen. Ja. Danke. Und es tut mir wirklich leid. Für alles. Ich hoffe, du verstehst das Ausmaß dessen, was du getan hast mit den Nachrichten. Und ich Mr. bin froh, Jackson, deine Mutter wir haben ist hier. Rausgefunden. Was macht ihr alle hier? Joeys Mutter hat von zu Hause aus gearbeitet. Und als sie ihren Computer benutzte, sah sie ausgehende E-Mails an verschiedene Schüler. Von der E-Mail-Adresse Me and Steel. Er hat viele Kinder im Internet gemobbt. Ich konnte es nicht glauben. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich verstehe es einfach nicht, Mann. Ich dachte, wir wären Freunde. Warum würdest du Flint das antun? Ich hab's getan, weil... Warum also, Joey? Im Ernst, Mann. Ich hab's wegen Sarah getan. Die Wahrheit ist, dass ich seit der 5. Klasse in dich verknallt bin. Ich wollte dich nach einem Date fragen, aber ich hatte nie den Mut. Als ich sah, dass zwischen dir und Flint was ist, hat's mir das Herz gebrochen. Also dachte ich, ich finde einen Weg, dass Flint nicht mit uns nach Irvine geht. Das ist die einzige Chance, die ich hatte. Deshalb hast du mir das angehängt? Deshalb hast du den Eindruck erweckt, ich würde jedes Kind in der Schule cybermobben? Deshalb wolltest du, dass ich mein Stipendium verliere? Ich kann's nicht glauben, Joey. Es tut mir leid. Joey, du hast sogar ein Bild von seinem Haus gemacht, um Nachrichten aus seiner Gegend zu posten. Hast du eine Ahnung, wie weh es tat, als ich herausfand, dass ihr ohne mich rumhängt und nicht mal den Geburtstag mit mir verbringen wolltet? Mein bester Freund. Das Mädchen, das ich liebte, seit ich 10 Joey, war. Alter, das hast du falsch verstanden.
Wovon redest du? Der Grund, warum wir nicht mit dir rumgehangen haben, ist, weil wir deine Überraschungsparty geplant haben. Wir haben deinen Geburtstag nicht vergessen. Umgekehrt. Wir haben alles getan, um was Besonderes draus zu machen. Habt ihr? Wow. Die ganze Zeit dachte ich, dass zwischen euch was läuft. Ich und Flint? Flint ist wie ein Bruder für mich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, eine Zeit lang mochte ich dich auch. Aber ich hab's nie gesagt, weil ich unsere Freundschaft nicht ruinieren wollte. Ist das dein Ernst? Also, du magst mich auch? Das tat ich. Früher. Aber nach dem, was du getan hast, verändert das alles für mich völlig. Ja, für mich auch. Leider. Wie Sarah sagte, manchmal sind die, die uns am nächsten stehen, die, die uns am meisten verletzen. Nun, tut mir leid, dass ich dir nicht früher zugehört habe, Flint. Ja, mir auch. Ihr könnt jetzt gehen. Danke. Warte, es ist nicht so schlimm. Du kannst immer noch den Abschluss schaffen. Fletcher muss Noten gepostet haben. Ich habe gehört, er hat die halbe Klasse durchfallen lassen. Ja. Ich meine, was für ein Mist. Gute Rückzieher, Em. Wenn die halbe Klasse durchgefallen ist, sind meine Chancen für die Jahrgangsbeste gerade gestiegen. Komm schon. Ha, 101,3%. Beste Note in der Klasse. Mit dem und der zusätzlichen Anerkennung für Trigonometrie gibt's niemanden, der einen höheren Durchschnitt hat als ich. Es wird wahrscheinlich ewig dauern, um meine Abschlussrede zu schreiben. Aber wenn ich jetzt anfange, habe ich vielleicht genug Zeit. Nein. Du hast recht, ich hätte schon vor Wochen anfangen sollen. Was habe ich mir dabei gedacht? Aufschieben ist niemals der richtige Weg. Du solltest dir das mal ansehen. Was? Jemand hat 101,7%? Vielleicht ist es eine gute Sache, dass du mit der Arbeit an der Rede noch nicht begonnen hast. Moment, aber wie ist das möglich? Ich habe bei jeder einzelnen Aufgabe eine 1 bekommen. Ich habe keinen Tag verpasst. Und ich habe alle extra Projekte gemacht. Ich verkörper nicht nur diese Klasse. Ich verkörper diese Schule. Wer könnte schlauer sein als ich? Ich weiß nicht. Vielleicht Russell Chan oder Christina Winters? Russell kann keine trigonomische Funktion lösen, in seinem Leben nicht. Und Christina hat die Koordination einer unterirdischen Maulwurfsratte. Sie hat den Sportunterricht auf keinen Fall mit mehr als einer 2 bestanden. Es kann keiner von beiden sein. Julie Crenshaw. Glaubst du? Oh, sie muss es sein. Es gibt sonst niemanden in der Schule, der im Detail die Gesetze der Thermodynamik und Kernphysik erklären kann. Oder ein Shakespeare-Sonett Wort für Wort aus dem Gedächtnis kann. Und einen Tennisball über ein Netz schlägt mit der Kraft einer Williams-Schwester. Auch wenn es Julie ist, die wählen erst in etwa 2 Wochen die Jahresbeste aus. Du hast also genügend Zeit, dich vorzubereiten. Du hast recht. Ich weiß nicht, warum ich mich so aufgeregt habe. Julie Crenshaw wird mich auf keinen Fall schlagen. Okay, kann mir jemand sagen, in welchem Jahr das Römische Reich offiziell gegründet wurde? Emily? 27 vor Christus. Es markiert das Jahr, in dem Octavian den Namen Augustus annahm und dann den Titel des ersten Bürgers trug. Also das Ende der Republik und die Gründung des Imperiums. Gute Arbeit. Mann, er dachte, er hätte dich. Bitte. Ja, Julie. Emilys Erklärung ist zwar richtig und die meisten Historiker würden dem zustimmen, dass es eine akzeptable Antwort ist. Aber könnte man auch sagen, dass die Schlacht von Actium im Jahr 31 vor Christus das Ende der Republik symbolisiert? Nachdem Kleopatra und Antonius schließlich besiegt waren, war Octavian der alleinige Herrscher von Rom und er fungierte in der Rolle als Kaiser. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Weißt du, das sind die Antworten, die jemanden zu einem vielversprechenden Doktoranden macht. Also gut, bevor ich es vergesse und uns die Zeit davonläuft, gebe ich euch unsere Aufsätze von der letzten Woche zurück. Und denkt daran, eure Abschlussaufsätze über die julisch-claudischen Kaiser sind am Ende des Monats fällig. Es ist also noch Zeit für Verbesserungen, wenn
ihr dieses Mal nicht ganz so gut abgeschnitten habt. Was hast du bekommen? 101%. Das passiert, wenn man einen Anhang beifügt, kommentierte Bibliografie und Fotos. Oh. Lass mich das machen. Danke. Was? Lass mich das sehen. Wieso hast du eine höhere Punktzahl erreicht als ich? Ich habe diesen Aufsatz wochenlang recherchiert. Ich habe eine Primärquelle verwendet. Das kann nicht. Die einzige primäre Quelle wäre auf Latein. Ich weiß, ich habe es übersetzt. Ich kann Latein schreiben und lesen. Ich bin 6 Jahre lang auf eine katholische Schule gegangen. Ich muss zugeben, ich bin sehr, sehr beeindruckt von deiner Recherche, Julie. Wenn ich ein Wettbüro wäre, würde ich mein Geld auf dich setzen als Jahresbeste. In ein paar Wochen. Nun, Jahresbeste zu sein, ist nicht alles. Das ist nicht fair. Ich habe meine gesamte Highschool-Karriere dafür gearbeitet. Jahresbeste sollte mir gehören, nicht Julie. Das ruiniert meinen gesamten 10-Jahres-Plan. Du hast einen 10-Jahres-Plan? Werd Jahresbeste, Absolventin mit Summa Cum Laude aus Princeton. Geh zur Harvard Law School. Werd zur Herausgeberin der Law Review ernannt, bevor ich zum obersten Gerichtshof gehe. Wow. Ich weiß nicht mal, was ich in 10 Minuten tun will. Mein Punkt ist, dass ich nicht all diese AP-Kurse besucht habe, Geld für Nachhilfeunterricht bezahlt habe und jede einzelne Party verpasst habe, damit die letzten 4 Jahre umsonst waren. Ich habe nicht so hart gearbeitet, nur um von Julie blöde Crenshaw besiegt zu werden. Selbst wenn du in allem siegst von jetzt bis wenn sie die Auswahl treffen, wirst du sie nicht rechtzeitig besiegen können. Es sei denn, sie verschwindet auf mysteriöse Weise. Es war eine Redewendung, M. Nein, ich weiß. Es ist nur, vielleicht bist du auf einer Spur. Okay, ich gehe nicht ins Gefängnis für dich. Nein, das nicht. Ich meine, vielleicht hast du recht. Es spielt keine Rolle, wie gut meine Noten sind, wenn ihre immer noch gleich bleiben. Vielleicht ist der Trick nicht, meine Noten zu verbessern, sondern ihre zu senken. Okay, das ist nicht nur absurd. Es ist unmöglich, okay? Es gibt keine Möglichkeit, das zu tun. Albert Einstein hat einmal gesagt, nur wer das Absurde versucht, erreicht das Unmögliche. Du hast den Verstand verloren. Okay, nur weil jemand besser in etwas ist als du, heißt das nicht, du solltest sie herunterziehen. Wo hast du das gehört, Puh, der Bär? Werd erwachsen. Manchmal, um weiterzukommen, muss man unfair spielen. Wie würdest du ihre Noten überhaupt verschlechtern? Durch den Einsatz der gefährlichsten Waffe, die ich zur Verfügung habe. Zeit ist um. Bitte reicht eure Scantons nach vorne. Ich schwöre, es war ein Unfall. So sieht es nicht aus. Es war nur ein freundschaftlicher Wettbewerb. Ich gebe zu, ich kann etwas kämpferisch sein, wenn es um die schulischen Leistungen und um Sport geht. Aber Julie weiß, dass ich nie etwas tun würde, um sie absichtlich zu verletzen. Natürlich nicht. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Und ehrlich gesagt, ist es mir einfach nur peinlich. Wenn du das sagst, kann ich dich wohl mit einer Warnung gehen lassen. Aber weil das Schuljahr zu Ende geht... Ein gut gemeinter Rat? Du solltest vielleicht ein wenig den Fuß vom Gas nehmen. Oh, das erinnert mich. Ich bin froh, dass ihr beide hier seid. Heute ist die Frist zur Wahl der Jahrgangsbesten. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Habe ich völlig vergessen. Es war knapp. Ihr lagt innerhalb von 0,01% voneinander.
Also haben wir die Zahlen ausgewertet und es sieht so aus... Julie ist die diesjährige Jahresbeste. Oh mein Gott, wirklich? Ich kann's nicht glauben. Ich sollte die Jahresbeste sein. Ich weiß nicht, Em. Es scheint so, als hätte sie es wirklich fair verdient. Meinst du nicht? Auch wenn du sie in den letzten Wochen sabotiert hast. Es ist in Ordnung, Zweite zu werden. Nein, ist es nicht. Zweite zu kommen ist für Loser. Niemand erinnert sich, wer Silber hat. Sie erinnern sich nur daran, wer Gold hat. Und? Du gehst doch immer noch nach Princeton. Es ändert doch gar nichts daran. Nein, es ändert nichts daran. Bis es soweit ist, die Stipendien diesen Herbst zu vergeben. Okay, wenn du nicht genug Stipendiumgeld bekommst, dann musst du eben Kredite aufnehmen. Weißt du, wie der Rest von uns. Ich bin zu schlau, um Schulden machen zu müssen. Naja, sieht so aus, als wäre das deine einzige Option. Okay, tut mir leid, Em. Es ist vorbei. Du hast verloren. Es ist nicht vorbei, bevor ich nicht das Handtuch werfe. Du kannst nicht ändern, was passiert ist. Okay, es ist Vergangenheit. Hast du nichts aus der Geschichte gelernt? Die Geschichte ist genau das, was ich ändern werde. Ein für alle Mal. Oh mein Gott. Hey, sie ist hier, sie ist hier. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Zu spät. Hey, Julie. Ich habe gehört, dass du unsere Jahrgangsbeste bist. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, es war verrückt, besonders in den letzten Wochen, aber ich bin froh. Ja, ich habe mich gefragt, ob du vielleicht Zeit hast und bereit wärst, mir Nachhilfe zu geben. Weißt du, ich habe gehört, dass du anderen Menschen geholfen hast in der Vergangenheit und Trigonometrie ist einfach echt schwierig, also... Ja, ich helfe dir gerne. Womit hast du denn konkret Probleme? Weißt du... Grafenerstellung? Grafenerstellung? Das ist zufällig meine Spezialität. Wann sollen wir uns treffen? Weißt du was? Ich schaue in meinem Kalender nach und melde mich. Glaubst du nicht, dass du damit etwas zu weit gehst? Ich meine, Julie wird nicht nur Jahrgangsbeste verlieren. Sie könnte... Shh. Okay. Mann, es ist schon eine Woche her. Ich weiß, Mr. Crane verwendet Plagiatssoftware. Vielleicht hat's nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das ist nicht meins. Und warum steht dann dein Name drauf? Ich weiß es nicht. Es ist mein Deckblatt, aber es ist nicht meine Arbeit. Ich schwöre, ich hab's nicht geschrieben. Oh, wir wissen, dass du es nicht geschrieben hast. Das ist das Problem. Du weißt, die Schule hat eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Plagiaten, Julie. Ich weiß, aber ich habe nichts plagiiert. Ich verspreche, Sie müssen mir glauben. Das ist ein großer ethischer Verstoß. Und von dir kommend bin ich... Ich war noch nie so enttäuscht. Ich habe keine Wahl. Ich muss dich jetzt als Jahresbeste disqualifizieren. Und du wirst bei der Abschlussfeier nicht dabei sein. Was? Du hast Glück, dass du nicht verwiesen wirst. Und sie regeln das mit ihrer Note. Ja. Schnell, komm, nimm schnell, mich natürlich. Also 5x plus 3, das... Emily, ich war gerade auf dem Weg, dich zu wirklich? Finden. Wirklich, was ist los? Nun, es gibt eine Planänderung. Julie trifft leider nicht mehr die Voraussetzungen, um die Jahresbeste verkörpern zu können. Du wirst also bei der Abschlussfeier die Rede halten. Wirklich? Sind Sie sicher? Ja. Danke, danke. Tut mir so leid.
Ich werde an der Rede arbeiten. Und zwar sofort. Ich kann nicht glauben, dass es endlich soweit ist. Konntest du meine Rede lesen? Siehst du mich gut, oder? Was du Julie angetan hast, war schlimm, Anne. Sie sollte es sein, die darauf geht und die Rede hält. Nicht du. Naja, ich war schlauer als sie, nicht wahr? Ich meine, darum geht es doch bei der Jahresbesten. Ich hab's mir verdient. Und jetzt, ohne weitere Umschweife, ist es mir eine Ehre, der diesjährigen Jahresbesten zu gratulieren. Emily Brighton. Vielen Dank, Direktor Owens. Ich kann es schwer beschreiben, wie dankbar ich bin für diese Auszeichnung unter all meinen Kollegen. Ich möchte mich gerne bei meiner Familie bedanken, meinen Freunden, meinen Lehrern und allen anderen, die mir auf meinem Weg geholfen haben. Ohne euch alle wäre dies nicht möglich gewesen. In den letzten 4 Jahren habe ich viel gelernt. Und hier oben zu sein, unsere Klasse zu repräsentieren, ich war noch nie so. Was ist los? Was ist denn bloß los? Was ist das? Die Wahrheit. Was macht sie hier? Wer hat sie reingelassen? Ich bin hier, um dich bloßzustellen als die Betrügerin, die du bist, Emily. Betrügerin? Heute Morgen ist jemand auf der falschen Seite des Bettes aufgewacht. Können wir das ausschalten? Sieht so aus, als hättest du nicht genug aufgepasst im Computerunterricht. Okay, du hattest deinen Spaß. Gibt es bei solchen Dingen Sicherheitspersonal? Die einzige, worum sich der Sicherheitsdienst kümmern wird, bist du. Nachdem ich allen gezeigt habe, was du getan hast. Und was genau ist das? Ich bin froh, dass du fragst. Hier ist mein Scantron aus Fletchers Klasse. Letzten Monat habe ich eine 5 bekommen. Aber das ist nicht meine Handschrift, oder? Es ist deine. Du bist die Einzige, die ein X über II setzt. Genau wie du es bei meinem gefälschten Scantron getan hast. Du, sie ist verrückt. Du bist verrückt. Du hast es vertauscht, damit ich die Prüfung nicht bestehe. Aber das war noch nicht genug für dich, oder? Nachdem ich die Handschriftprobe gefunden hatte, begann alles klar zu werden. Also bin ich an deinen Spind und fand meine fehlende Sportkleidung. Ich konnte also nicht am Sport teilnehmen. Du warst an meinem Spind? Das ist ein Verstoß. Das ist nicht in Ordnung. Genau. Als ob du die Unschuldige wärst. Aber dann fand ich den größten Verrat von allen. Hier ist der Beweis, dass Emily an einem Schulcomputer war, einen plagierten Aufsatz ausdruckte und meinen Namen draufschrieb, um mich als Jahresbeste zu disqualifizieren. Verschwinde von der Bühne, Lügner! Gerechtigkeit für Julie! 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 Moment, nein! Was ist mit meiner Rede? Die einzige Rede, die du heute hören wirst, ist eine Rede von der Princeton-Zulassungsstelle. Komm mal. Hey, wenn du hier bist, um zu triumphieren, lass es. Owen hat bereits Princeton angerufen und sie haben mein Zulassungsangebot zurückgezogen. Also, du hast gewonnen. Bist du jetzt glücklich? Nein. Schau mal, ich fand's nicht gut, was du getan hast. Weißt du, es war wirklich ziemlich schlimm. Und es wird eine Menge Zeit brauchen und Therapie, um das wegzustecken. Aber ich will nur sagen, ich versteh's. Was? Die Beste zu sein ist nicht einfach. Mein ganzes Leben lang gab es immer diese Erwartung, immer die Erste zu sein. Einfach immer perfekt zu sein. Für meine Eltern, Lehrer, Schüler. Aber am wichtigsten ist, diese Erwartung hatte ich schon immer an mich selbst. Und ich denke, du hast sie auch. Ich hatte einen ganzen 10-Jahres-Plan ausgearbeitet. Nur 10? Meine ist 20. Sorry, ich wollte dich nicht übertrumpfen. Vielleicht mag ich dich nicht, aber ich verstehe dich, denn ich bin du. Nur weniger hinterhältig. Ich kann nicht glauben, was ich jetzt sagen werde, aber hey, danke.
für das, was du gesagt hast. Ich glaube nicht, dass irgendwer jemals wirklich verstanden hat, warum mir das so wichtig war. Und zweiter Platz ist nicht gerade meine Stärke. Tut mir leid, was ich getan habe. Das hast du nicht verdient. Ich denke, vielleicht hatte Tanja recht. Nur weil jemand etwas besser kann als du, bedeutet das nicht, dass du sie herunterziehen musst. Naja, ich denke, das war's. Nach heute trennen sich unsere Wege. Ich werde in Stanford sein und du wirst in... Wahrscheinlich Brown. Ist meine Backup-Uni. Also, du wirst nach Brown gehen. Ich werde nach Stanford gehen. Wir beide werden als Jahrgangsbeste abschließen und unsere Karrieren beginnen. Eigentlich werde ich das Jurastudium anfangen. Warte, du hast vor, Jura zu studieren? Ja. Ich auch. Wo? Harvard. Emily. Viel Glück und wir sehen uns zu einem Rückkampf in 4 Jahren, Brighton. Weißt du, Jen, der Zweck, ins Fitnessstudio zu gehen, ist tatsächlich zu trainieren. Ja, wollte ich gerade. Ja, sicher. Oh Gott, du glaubst es nicht, aber Michael kam gerade rein. Was? Quatsch. Warum gehen wir nicht, bevor er herausfindet? Jennifer, wohin gehst du? Oh mein Gott, Michael, hey! Oh. Ich hab dich vermisst. Oh, hey. Jen. Es ist eine Weile her. 6 Monate? Nun, 181 Tage und 4 Stunden. In 2 Tagen, um genau zu sein. Hm. Aber was soll's? Okay. Also trainierst du jetzt? Als wir ein Paar waren, bist du kein einziges Mal gegangen. Seitdem hat sich viel verändert. Jetzt bin ich fast die ganze Zeit hier. Ja, also jedenfalls, wenn hey, du nicht... Hey, du! Geht es nur mir so oder wird dein Bizeps größer? Nein. Ich habe mich letztens mehr auf meine Arme fokussiert. Na gut, bist du bereit? Eigentlich tut mir noch alles weh von unserem letzten Training. Vielleicht könnte ich dich also einfach für die Stunde bezahlen und wir trinken stattdessen einen Proteinshake? Okay, sicher. In Ordnung. Okay. Jedenfalls, es war schön, dich zu treffen, Jen. Und genieße dein Training. Warte, du gehst einfach? Ja. Lisa ist meine Klientin. Sie hat die Stunde bezahlt. Also ja. Soll ich warten, bis du zurückkommst? Na gut. Ich bin sicher, wir sehen uns bald. Unser Halbjähriges steht an. Tschüss. Okay, jetzt macht alles Sinn. Deshalb wolltest du in dieses Fitnessstudio. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich wusste gar nicht, dass er hier arbeitet. Mhm. Oh ja? Du sagst mir also, dass du seinen neuesten Instagram-Post nicht gesehen hast? Den du auch von deinem Stalker-Konto geliked hast? Stell dich nicht dumm, Jen. Okay, gut. Okay, aus gutem Grund, Adrian. In 2 Tagen sind das 6 Monate seit unserer... Trennung? Ich nenne es lieber einander Raum geben, um an uns zu arbeiten. Er hatte gesagt, ihn nie wieder zu kontaktieren. Leute sagen viel, wenn sie wütend sind. Er hat dich entfolgt. Er hat sogar deine Nummer blockiert. Nun, aber meine E-Mail nicht. Offensichtlich hofft er immer noch, dass ich ihn kontaktiere. Okay, schau. Nach unserer Trennung sagten wir, dass wir uns, wenn wir 6 Monate lang noch aneinander denken, an unserem Platz treffen und er dort mit Rosen und einem Ring warten würde. Und hat er dem zugestimmt, bevor oder nachdem er dich blockiert hat? Darum geht es nicht, Adrian. Egal, lass uns gehen. Aber du hast doch nicht mal trainiert. Wo gehst du hin? Ich muss mehr über dieses Lisa-Mädchen herausfinden. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Adrian, komm schon. Was? Dankeschön. Okay, los geht's. Du bist so lustig. Hör auf. Sie flirtet mit ihm. Er flirtet zurück. Ich werde etwas sagen. Bleib ruhig. Das geht nicht. Du und Michael seid nicht mehr zusammen. Komm mit. Schau, Jen. Ich bin deine beste Freundin, also musst du mir zuhören. Du kannst niemanden zwingen, dich zu lieben. Hörst du? Jen! Oh, nein. Jen, warte, nein!
Lisa, es tut mir leid, ich will dir keinen falschen Eindruck vermitteln. Du hast eine Freundin, oder? Ich wusste es. Nein, nicht direkt, aber weißt du, obwohl wir offiziell nicht zusammen sind, gehört ihr mein Herz. Ich wusste es. Er liebt mich immer noch. Wohin gehst du? Meine Nägel machen lassen für den Antrag? Komm schon, wo bist du? Was ist, wenn er nicht kommt? Nein, er liebt mich. Ich weiß es. Er wird kommen. Warte, da ist er. Hallo. Oh, hi. Ich wusste es. Ich wusste, dass du kommst. Jennifer? Würdest du... Ja, ja, tausendmal ja. Warte, was? Oh, stimmt, tut mir leid. Ich sollte dich fragen lassen. Ich weiß, wie lange du gewartet hast. Nein, ich wollte nur fragen, ob du aus dem Weg gehen kannst. Ich versuche, zu Clarice zu gelangen. Clarice? Wer? Hey. Hey, Babe. Hey. Sind die für mich? Ja. Dankeschön. Klar. Michael! Wer ist das? Das ist Clarice. Clarice ist meine... Ich wollte eigentlich fragen, ob ich dich meine Freundin nennen darf. Ja, natürlich. Ich verstehe nicht. Das ist... unser Platz. Hier sollten wir uns treffen. Warte, was? Worüber redest du da? Es ist 6 Monate her. Wir wollten uns hier treffen, wenn wir nicht aufhören können, einander zu denken und du würdest einen Antrag machen. Oh. Das habe ich total vergessen. Verzeihung. Babe, wir kommen zu spät zum Abendessen. Also sollten wir los. Ja, ja, hast recht. Entschuldige das Missverständnis. Aber pass auf dich auf, wa? Tschüss. Es tut mir so leid, Jen. Aber ich schätze, das ist die endgültige Bestätigung, dass du weiterziehen musst. Weiterziehen? Das ist das Letzte, was ich tun werde. Oh. Guten Morgen, Sonnenschein. So, was willst du? Binde mich los. Lass mich gehen. Warum tust du das? Denn niemand... nicht einmal du wird sich zwischen mich und die Liebe meines Lebens stellen. Er liebt dich nicht. Du musst loslassen. Oh mein Gott. Hast du mich verfolgt? Ich nenne es eher Forschung. Du bist verrückt. Du brauchst Hilfe. Was wirst du mit mir machen? Nun, ich könnte es dir sagen, oder? Ich zeige es dir. Nein, nein, nein. Ich mache nur Spaß. Ich werde dich nicht verletzen.
Ich werde dich nur lange genug hier behalten, damit Michael komplett vergessen kann. Bleib hier. Du hast keine Wahl. Ich komme wieder. Michael, was für eine Überraschung. Was machst du hier? Kann ich reinkommen? Ja, sicher. Es tut mir leid, dass ich so auftauche, aber Clarice beantwortet keinen meiner Anrufe. Oh, ist alles in Ordnung? Nein. Nein, ist es nicht. Ich verstehe nicht. Sie hat einfach alles abgeschnitten. Sie denkt, dass ich in dich verliebt bin. Was? Warum sollte sie das denken? Das ist verrückt. Ich weiß. Hey, hast du ihr was gesagt? Nein. Wieso fragst du mich das? Ich würde mich nie in deine Beziehung einmischen. In Ordnung. Sorry. Weißt du, vielleicht hat sie aber recht. Hä? Vielleicht sieht sie etwas, das du nicht siehst. Was wir hatten, war ziemlich speziell. Jen, bitte! Verstehst du nicht? Dass Clarice dich ghostet, ist ein Zeichen dafür, dass du nicht mit jemand anderem zusammen sein solltest. Ich meine, du verdienst es nicht, mit jemandem zu sein, der dich so behandelt. Ich würde dir das nie antun. Es ist okay. Ich bin hier. Hey, warum setzt du dich nicht und ich mach dir deinen Lieblingstee? Kamille mit Honig? Das weißt du noch? Natürlich weiß ich das. Ich weiß alles über dich. Okay, danke. Bitte schön. 2 Löffel Honig und nicht zu heiß. Dankeschön. Der ist großartig. Dein Tee ist der beste. Hey. Tut mir leid, dass ich dich beschuldigt habe. Ich weiß es zu schätzen, dass du für mich da bist. Ich werde immer für dich da sein. Es tut mir wirklich weh, dich verletzt zu sehen. Aber hey, ich weiß, was dich aufheitert. Wie wär's mit deinem Lieblingskeksen? Haferflocken, Rosinen und nicht durchgebacken, damit sie weich sind. In Ordnung. Du weißt, dass ich zu Keks nicht Nein sagen kann. Hier, warum machst du es dir nicht bequem? Und such einen Film auf meinem Laptop, den wir uns ansehen können. Okay. Wie ist das Kennwort? Ich liebe Michael ohne Leerzeichen? Was? Das ist wahr. Ich werde dich nicht einfach vergessen, wie es Clarice getan hat. Was zur Hölle ist das? Hast du meine Freundin etwa verfolgt? Nein, ich kann es erklären. Na, ernsthaft? Siehst du, das ist genau der Grund, warum wir uns getrennt haben. Du bist immer eifersüchtig und obsessiv kontrollierend. Das ist zu viel. Nein, halt, hör mir zu. Nein, nein, Jen. Jen, das ist wirklich verrückt. Das ist verrückt, Jen. Nein, 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 sag das nicht. Ich liebe dich und ich weiß, dass du mich liebst. Warum sonst wäre ich bereit, das alles für dich zu tun? Du bist mir wichtig. Nein, ich gehe. Nein, nein. Nein, das ist ein großer Fehler gewesen, hierher zu kommen. Ich kann nicht ohne dich leben. Nein. Ich gehe. Setz dich einfach hin. Nein. Ich bin... Ich sagte, setz dich. Was zum Teufel machst du, Jen? Hör einfach auf zu reden. Hör auf. Okay, so machen wir es. Ich werde dir Kekse machen und du wirst sie essen. Und ich liebe dich, du wirst mich lieben. Du musst mich lieben.
Du musst mich lieben. Jennifer, du kannst niemanden zwingen, dich zu lieben. Doch, weil ich diejenige mit der Waffe bin. Oh Gott, du hast... Bist du in Ordnung? Du hast mich gerettet. Warte, was machst du hier? Das ist eine lange Geschichte. Lass uns gehen, schnell. Okay. Kaum zu glauben, dass du all das getan hast. Wer bist du? Ich wollte ihr nicht wehtun. Ich wollte sie nur aus dem Weg haben. Und ich bin jetzt total über Michael weg. Ich schwöre. Jennifer. Er heißt Steve Aker. Kein zweiter Vorname, ledig. Zwei Kinder, beides Jungen. 3 und 7. Bevor er Gefängniswärter wurde, war er Rettungsschwimmer. Super Notenschnitt in der Schule. Okay, komm jetzt. Unglaublich. Einfach unglaublich. Ach, danke nochmal, dass Sie auf meine kleinen Mädchen aufpassen. Sie sind meine Rettung. Oh, das mache ich doch gerne, Mr. Erickson. Außerdem ist Carla so süß. Und Britney ist eine typische Teenagerin. Genau. Mhm, ich weiß. Alles klar, naja, dann gehe ich mal. Okay. Oh, ich wollte nur sagen, dass ich morgen nicht komme, weil ich auf das Adele-Konzert gehe. Ja, die Agentur hat mich bereits informiert. Hoffentlich finden Sie einen Ersatz. Naja, viel Spaß Ihnen. Danke, bis später. Okay. Hi, Papa. Hab dich vermisst. Hey, Spatz. Ich dich auch. Oh. Nun, Papa muss einen Anruf machen. Ich bin gleich wieder da. Hey, pass auf. Ups, sorry. Hab vergessen, dass du existierst. Nicht lustig. Papa! Nach dir habe ich doch gesucht. Hier ist der neue Rock und die Jacke, die ich wollte. Deine Kreditkarte? Weißt du, ein Hallo Papa, wie war dein Tag? Wäre nett, Britney. Hallo Papa, wie war dein Tag? Stressig, wie immer. Morgen wird sogar noch stressiger. Ich brauche einen Babysitter für euch Mädchen. Das ist toll. Jetzt zurück zum Rock und der Jacke. Wie viel kostet die? $180? Oh, das ist nur der Rock. Die Jacke kostet extra. Britney, wir haben doch darüber gesprochen. Wenn du kaufsüchtig wirst... Modesüchtig. Wie auch immer du es nennst, dann musst du es selber bezahlen. Diese Klamotten sind nicht billig. Was meinst du, wie ich das bezahlen soll? Genau so wie jeder andere auch. Such dir einen Job. Warum sollte ich? Dafür bist du doch da. Auf keinen Fall. Wollen wir uns verkleiden und eine Teeparty machen? Ich esse lieber deine Wachsstifte. Hallo, Mr. Erickson. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich wollte fragen, ob Sie einen Babysitter für heute haben. Ich weiß, es ist kurzfristig. Lassen Sie mich sehen, was sich machen lässt. Sieht nicht so aus, als ob jemand frei ist. Samstage sind die beliebtesten Tage. Aha, ich verstehe. Alles klar, ich überlege mir was. Außerdem ist die $2000-Rechnung für Februar bald fällig. $2000? Papa, leg auf! Sag, du rufst zurück! Okay, wissen Sie, ich rufe später nochmal an. Aber vielen Dank. Kein Problem. Schönen Tag noch. Du bezahlst $2000 für einen Babysitter? Ja, das ist für einen Monat. Warum? Hallo? Gib es mir. Ich passe auf Carla auf. Du bist nicht verantwortungsbewusst genug, um auf deine Schwester aufzupassen. Du schaffst nicht mal deine Aufgaben. Siehst du den dreckigen Abwasch da? Ich bin verantwortungsvoll. Bitte. Papa, ich mache sogar den Abwasch. Sofort. Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Wie wär's damit? Ich probiere es morgen aus und wenn ich dir beweisen kann, dass ich es hinkriege, dann stellst du mich ein und sagst der Babysitterin ab. Welche andere Option hast du?
Sieht nicht so aus, als hast du jemand anderes. Was meinst du, Schätzchen? Möchtest du Britney als Babysitterin? Wir können uns verkleiden und eine Teeparty machen. Wirklich? Okay. Toll! Haben wir das auch geklärt. Wenn du das machst, musst du wirklich verstehen, dass du deine Verantwortung sehr ernst nehmen musst. Natürlich. Ich weiß doch. Also, wann kriege ich die 2000 Dollar? Ich stimme nur zu, dass wir es einen Tag probieren. Wenn es gut geht und du dich auf einen Monat festlegst, dann bezahle ich dich. Ah, danke, Papa! Oh. Du wirst es nicht bereuen. Das hoffe ich doch. Warte, wohin gehst du? Ich recherchiere, was ich mir alles von dem Geld kaufen kann. Aber du hast gesagt, du würdest das Geschirr spülen. Weißt du, ich glaube, die Milch ist sauer, also trink sie nicht. Und pass auf, dass die Fenster geschlossen bleiben. Und zwar ordentlich. Und wenn der Rauchmelder angeht, nimm die Batterien nicht raus. Du musst... Hey, hörst du überhaupt zu? Kannst du dich mal entspannen? Du verhältst dich, als würde dich das Haus abfackeln. Jetzt, wo du das erwähnst, im Falle eines Feuers... ist der Löscher im Waschzimmer. Papa, ich weiß das alles. Ich wohne hier auch, weißt du noch? Britney, das ist wichtig. Ich vertraue dir. Es wird schon nichts passieren. Auf Carla lässt sich leicht aufpassen. Und wir werden so viel Spaß zusammen haben. Können wir Barbie spielen und Himmel und Hölle? Wir reden darüber, wenn Papa weg ist. Eine letzte Sache und auch die wichtigste. Lass Carla nicht aus den Augen. Ich habe neulich auf Facebook gelesen, dass hier ein verdächtiger Mann in der Gegend war. Ein verdächtiger Mann? In diesem Viertel? Ja. Er wurde zuletzt in einer falschen Amazon-Zustelleruniform gesehen. Also öffne niemanden die Tür. Du willst mir doch nur Angst machen. Das ist mein Ernst. Also bitte, lass deine Schwester auf keinen Fall aus den Augen. Kannst du mir das versprechen? Ich schaff das, Papa. Geh! Ruf an, wenn es Probleme gibt. Okay. Schönen Tag noch. Also, wollen wir zuerst Barbie spielen oder Himmel und Hölle? Oh, tut mir leid, ich hab grad super viel zu tun. Aber ich dachte, wir spielen. Hör mal, Carla, hier ist der Deal. Ich entspanne mich hier etwas und du kannst machen, was du willst, solange du mich in Ruhe lässt, okay? Aber das macht keinen Spaß. Du hast gesagt, du wirst mit mir spielen. Spielen wir Himmel und Hölle, bitte. Nein, hab ich doch gesagt, ich hab zu tun. Außerdem kannst du das auch alleine spielen. Ich kann nicht alleine raus. Hat Papa doch gesagt. Diese erfundene Geschichte über den Zusteller? Komm schon. Er wollte uns doch nur Angst einjagen. Aber wenn es stimmt? Entspann dich. Ich weiß genau, wenn Papa mir eine Lektion erteilen will. Und außerdem, ich habe früher auch immer draußen gespielt. Nichts wird passieren. Versprichst du, dass ich sicher bin? Ich verspreche es. Na gut. Halt dich von der Straße fern. Mhm. Das ist süß. Entführer, Entführer! Wovon redest du? Da ist ein Mann an der Haustür. Entspann dich. Der liefert nur unser Essen. Wrap up. Hast du Essen bestellt? Nein, du etwa? Ich hab nicht mal ein Handy. Okay, dann hat er die falsche Adresse. Ich sag's ihm. Warte! Was, wenn er der Typ ist, von dem Papa erzählt hat? Ich hab doch gesagt, Papa wollte uns nur Angst machen. Grubhub für Sam? Sorry, hier gibt es keinen Sam. Sind Sie sicher? Positiv.
Nur ich und meine Schwester. Oh, deine Eltern sind nicht da? Ich denke, das Essen wird kalt. Suchen Sie die richtige Adresse. Siehst du? Falsche Adresse. Du hast ihm gesagt, dass wir alleine zu Hause sind. Habe ich nicht. Hast du wohl. Kannst du mal chillen? Es ist nichts Schlimmes passiert. Uns geht's gut. Naja, ich gehe ganz bestimmt nicht mehr alleine raus. Schon gut. Spiel doch einfach mit deinen Barbies. Hey du! Was machst du gerade? Nichts Wichtiges. Ich passe auf meine Schwester auf. Oh. Naja, egal. Ich wollte mit dir zu dem Sale im Plaza gehen. Da ist ein Sale? Ich will mit. Was ist mit deiner Schwester? Sie schafft das schon alleine. Ich will das nicht verpassen. Aber Mist, ich bin pleite. Zumindest bis Papa mich fürs Babysitten bezahlt. Wenn du dir Geld bei mir borgen willst, macht mir das nichts aus, wenn du es bald zurückzahlst. Wirklich? Du bist die Beste! Okay, ich gehe sofort los. Wir sehen uns gleich. Klingt gut. Bis gleich. Du gehst einfach? Ich gehe nur schnell in den Laden. Ich bin gleich wieder da. Was, wenn der Typ zurückkommt? Bleib einfach im Haus, dann ist alles gut. Ich rufe Papa an. Nein, mach das nicht. Er bringt mich um, wenn er es rausfindet. Ich bleibe nicht alleine zu Hause. Na gut, dann kommst du mit. Aber sag kein Wort. Aber ich will nicht shoppen gehen. Ich kauf dir ein Eis oder so, okay? Wirklich? Okay. Aber wasch dein Gesicht. Guck mal, ein Ballon. Was machst du hier? Komm. Mir ist langweilig. Du kommst genau richtig. Ich wollte es nicht verpassen. Zwei rote Ampeln. Hey, du kleine Petze. Ich wusste nicht, dass du mitkommst. Kaufst du dir auch Balenciaga? Nein, ich bin nur hier, damit ich nicht geschnappt werde. Geschnappt? Mein Papa hat ihr in den Kopf gesetzt, dass ein gruseliger Mann sie kidnappen könnte. Es ist verrückt, wie viele solche Dinge neulich passiert sind. Hast du von dem Typen gehört, der sich als Amazon-Zusteller ausgibt? Du hast auch davon gehört? Ja, das ist unheimlich. Habe ich doch gesagt. Ach, komm schon, ich bin sicher. Alles okay? Ja, ich glaube, ich habe mir was eingebildet. Jedenfalls kann ich kaum glauben, dass heute ein Sale ist. Ich weiß, oder? So eine Chance haben wir nur einmal im Leben. Ah, das wird so cool. Ich freue mich so. Ich will wirklich diese Jacke, von der ich erzählt habe. Diese pinke? Ja. Was willst du? Wie lange dauert das denn noch? Ich weiß nicht. Warum? Was brauchst du? Jemand hat das Kleid genommen, was ich kaufen wollte. Ich muss wirklich dringend aufs Klo. Warum bist du nicht schon zu Hause gegangen? Ich musste vorhin halt noch nicht. Jetzt hat noch jemand ein Kleid genommen. Vielen Dank, Carla. Entschuldigen Sie, haben Sie eine Toilette? Es gibt eine gleich da vorne. Okay, du kannst gehen, aber komm schnell zurück. Willst du mich nicht begleiten? Und noch mehr Sachen verpassen? Ja, klar. Es ist nicht so weit. Du schaffst das schon. Mädchen, das war der Jackpot. Ich bin so sauer, dass du die letzte Jacke gekriegt hast. Ich wollte die wirklich. Wer pennt, verliert. Aber weil du es mir ausgelegt hast, kannst du sie vielleicht mal ausleihen. Wie nett von dir. Also, wann denkst du, kannst du es zurückzahlen? Sobald ich heute Abend bezahlt werde fürs Babysitten. Warte, wo ist Carla? Weiß nicht, ich dachte, sie ist bei dir. Mist, sie hat gesagt, sie geht auf Toilette. Ich glaube, seitdem kam sie nicht zurück. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Kannst du sie anrufen? Sie hat kein Handy. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht solltest du deinen Vater anrufen. Und ihm sagen, dass ich Carla verloren habe? Auf keinen Fall. Okay, vielleicht... Entschuldigen Sie. Suchen Sie das kleine Mädchen, das mit Ihnen angestanden ist? Ja, das war meine kleine Schwester. Haben Sie sie gesehen? Ja,
Sie war bei diesem Mann. Ein Mann? Aber wie sah er aus? Oh, tut mir leid. Ich habe ihn nur von hinten gesehen. Ich dachte, es wäre vielleicht Ihr Vater. Nein, nein, nein. Mein Vater ist auf Arbeit. Sollen wir die Polizei rufen? Danke. Ich schaff das schon. Danke für Ihre Hilfe. Nein, das kann nicht passieren. Ich hoffe, das war nicht er. Wer? Da war dieser Typ an unserer Tür heute. Er sah etwas zwielichtig aus. Und als wir vorhin in der Schlange standen, habe ich ihn nochmal da hinten gesehen. Er ist euch hierher gefolgt? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh nein, es ist Papa. Geh ran, vielleicht hat er Carla gefunden. Okay, Hey, Papa, wie ist die Arbeit? Das ist gut, beschäftigt, aber gut. Carla? Ja, sie macht gerade Mittagsschlaf. Ja, ich sag ihr, dass du angerufen hast. Ja, ich muss auf den Ofen aufpassen, also muss ich auflegen. Liebe dich. Tschüss. Warte, also die gute Nachricht ist, dass mein Papa nichts weiß. Also müssen wir sie nur finden, bis er zurück von der Arbeit kommt. Was willst du machen? Gehen wir nicht vom Schlimmsten aus. Vielleicht war es nicht der gruselige Typ. Nein. Nein, nein, nein. Nein, das ist nicht echt. Was? Wenn du jemals deine Schwester wieder sehen willst, musst du zahlen. Keine Bullen. Oh mein Gott. Das ist offiziell ein Albtraum. Wir müssen die Polizei rufen oder deinen Vater. Er darf nichts erfahren. Ich muss beweisen, dass ich verantwortungsbewusst bin. Was, wenn er erfährt, dass ich meine Schwester verloren habe? Ich glaube, du hast ein viel größeres Problem. Ich weiß, Amber. Ist doch egal, was dein Vater denkt. Ich muss das wieder gut machen. Okay, er will Geld, also, schauen wir mal, wie viel. Du schreibst einem Kidnapper zurück? Das ist nicht klug. $2,500. Mir gefällt das nicht, du solltest nicht antworten. Wäre es verrückt, wenn ich mir von dir so viel Geld borge? Brittany, willst du ihm wirklich zahlen? Es ist meine Schwester! Hör zu, ich gebe dir die Sachen zurück und mein Vater gibt mir 2000. Den Rest kriege ich hin. Ich verspreche es dir, ich zahle zurück. Das ist nicht sicher. Wir müssen das jemandem sagen. Du verstehst das nicht. Wenn mein Vater das erfährt, wird er mir nie wieder vertrauen. Und außerdem, wer weiß, was der Kidnapper tut, wenn wir die Polizei einschalten. Bitte? Kannst du mir vertrauen? Gut. Wenn wir das wirklich machen, muss ich noch zur Bank. Ich danke dir so sehr. Okay. Sollen wir das Geld nicht besser einpacken? Shh. Ich will nicht, dass jemand weiß, was wir dabei haben. Habt ihr euch verirrt? Nein, wir treffen nur jemanden. Hi. Passt auf, hier sind zwielichte Leute unterwegs. Du! Wo ist meine kleine Schwester? Entspann dich, ihr geht's gut. Hast du die Kohle? Warte, ist sie in Sicherheit? Ich verspreche, dass sie es ist. Ich werde sie nicht verletzen. Hey, du hast dein Geld. Wo ist jetzt meine Schwester? Ich hole sie in einer Minute. Gebt mir erst eure Handys. Warum? Damit ihr nicht die Polizei ruft, wenn ich weg bin. Ich bin nicht dumm. Na los. Danke. Okay? Ich hole sie. Hey! Hey, wartet! Kommt zurück! Toll, er ist weg. Okay, wir müssen es deinem Vater und der Polizei sagen, sofort. Mit welchen Handys? Ich habe ein Tablet in meinem Auto. Nehmen wir das. Vielleicht sollten wir es zuerst meinem Vater sagen. Okay, was ist seine Nummer? Er bringt mich um. Wir haben keine Zeit für sowas. Wenn du nicht weißt, wie wir deine Schwester finden sollen, müssen wir es ihm sagen. Warte mal, hast du Find My iPhone angeschaltet? Du willst ihn weiter hinterherjagen? Brittany, diese ganze Sache geht schon viel zu weit. Wir haben uns total übernommen und das ist viel zu gefährlich. Die Polizei muss es doch sowieso wissen. Also, bitte, sag mir, wo er ist. Er hat unsere Handys. Na gut.
Da ist er. Warte, ist das... Oh mein Gott. Fahren wir. Carla? Carla, bist du da? Carla? Sie ist nicht in ihrem Zimmer. Hier ist sie auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie hier ist. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich meine Verantwortung ernster genommen hätte, wäre das alles nicht passiert. Hey, hey, was schreit ihr hier so? Du bist da! Ja, ich hatte früher Schluss. Und überraschenderweise war niemand hier. Wo warst du? Wir waren shoppen. Ach. War das bevor oder nachdem ich angerufen hatte, um zu schauen, wie es euch geht? Währenddessen. Ich habe gelogen. Carla hat nicht geschlafen. Warum in der Welt würdest du wegen sowas lügen, Brittany? Weil ich Carla verloren habe. Du hast was? Ich weiß, es tut mir leid. Wir müssen die Polizei rufen. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Kann ich es ihr jetzt sagen? Carla? Du bist okay? Meine Güte, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Aber wie bist du hergekommen? Wir haben euch nur was vorgemacht. Ihr? Ich bin so verwirrt. Hattest du was damit zu tun? Das habe ich. Warte, ich verstehe das nicht. Was ist mit dem Kidnapper? Das ist wohl mein Stichwort. Du schon wieder? Mr. Erickson, rufen Sie die Polizei. Das wird nicht nötig sein. Das ist einer meiner Angestellten, Dave. Tut mir leid, dass ich euch Angst eingeflößt habe. Ich habe euer Zeug hier. Kannst du mir bitte einfach sagen, was los ist? Als ich heute Morgen aus dem Haus ging, hatte ich mein Portemonnaie vergessen. Als ich zurückkam, was habe ich gesehen? Carla, wie sie alleine draußen spielt. Genau das, was ich dir verboten hatte. Tut mir leid. Also bat mich dein Vater vorbeizuschauen und so zu tun, als sei ich ein Grubhub-Zusteller. Wir haben sogar Carla von dem Plan erzählt. Yep. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Und ich wollte es eigentlich dabei belassen. Aber nur um sicher zu gehen, blieb Dave in der Nähe. Und in der Tat, kurze Zeit später sah ich euch Mädchen rausgehen. Ich bat ihn, euch zu folgen, um zu sehen, was ihr tut und um dafür zu sorgen, dass ihr sicher seid. Und was hat er gesehen? Mich, wie ich Carla den Laden alleine verlassen ließ. Genau. Das war, als Dave Carla mitnahm. Und ich habe dich nur angerufen, um... Mich zu testen. Mhm. Und du bist durchgefallen, eindeutig. Und die Krönung des Ganzen? Dave hatte mir Carla längst gebracht, während ihr versucht habt, ihm zu folgen. Ich kann nicht glauben, dass du es so weit getrieben hast. Ich hatte panische Angst. Oh, versuch nicht, den Spieß umzudrehen. Das wäre alles nicht passiert, wenn du... Ich weiß, wenn ich meine Verantwortung ernster genommen hätte. Was du ganz klar nicht getan hast. Also verabschiede dich von diesem Babysitter-Job. Aber ich habe heute $500 ausgegeben. Kannst du mir bitte wenigstens das geben? Für meine Arbeit heute? Du hast wirklich noch den Nerv, mich das zu fragen? Nach all dem, was du getan hast? Du steckst in Schwierigkeiten, junge Dame. Hast du was dagegen, wenn ich das Zeug aus dem Auto hole, damit ich es umtausche und dir das Geld zurückzahlen kann? Umtauschen? Ist das ein Witz? Du hast so tolle Sachen. Die behalte ich lieber. Wow, schlag noch zu, wenn ich am Boden liege. Ich gehe dann mal, Chef. Danke nochmal für deine Hilfe, Dave. Ich muss auch gehen. Schön, dass alles gut ausgegangen ist. Wir sehen uns. Es gibt nur noch eine Sache, die ich nicht verstehe. Wie wussten alle über diesen Amazon-Typen Bescheid? Oh, die Geschichte ist wahr. Die war überall in den Nachrichten. Aber was ich nicht erwähnt hatte, sie haben ihn gefasst. Vor ein paar Wochen. Naja, das ist gut. Denn ich möchte nie wieder so etwas durchmachen müssen. Weißt du, auf seltsame Weise war mir nicht klar, wie sehr ich dich liebe, bevor du weg warst. Ich lieb dich auch. Ich habe eine Idee. Wie wäre es mit einer Teeparty? Im Ernst? Okay, ich bereite alles vor. Okay, gib mir nur einen Moment. Ich muss vorher noch was erledigen. Das ist definitiv ein guter Anfang. Aber so leicht kommst du mir nicht davon.
Können wir darüber nach dem Essen sprechen? Ich verhungere. Klar. Ich bestelle uns was. Grubhub? Nein! Nein, nehmen wir Postmates oder Uber Eats. Ich bin jetzt traumatisiert. Okay.